Super Mario, Super Mario, Super Mario. Herzlich willkommen bei unserem Audiokommentar, liebe Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen und dann und Dinosaurier. Ja, ich bin euer heutiger Anmoderator für diesen Kommentar, Lasse Vogt, und bei mir sind der Patrick. Hi. Der Sven. Hallo. Und der Dom. Ja, da sich der Telehurst so einen wundervollen Audiokommentar geleistet hat mit einem der schlechtesten Filme aller Zeiten, Birdemic, Shock and Terror, dachten wir uns, da aus irgendeinem unerfindlichen Grund dieser Film hier auf Netflix gelandet ist, dachten wir, wir sollten dazu auch irgendetwas machen. Und ursprünglich war eine Kritik vorgesehen. Und dann haben wir gedacht, machen wir daraus auch einen Audiokommentar. Das heißt, falls er bei euch noch auf Netflix sein sollte, zum Zeitpunkt, wo ihr diesen Kommentar habt, vielleicht habt ihr den Film ja auch auf DVD oder Blu-ray, wer weiß, oder illegal downgeloadet. Aber nur wegen der Doku, die da drauf sein soll. Die soll ziemlich gut sein. wie konnte es so weit kommen? Genau, ganz egal, was ihr habt. Ihr hättet die Möglichkeit, den Film mit uns zu gucken. Wir werden runterziehen und gleichzeitig auf Play drücken. Wir gucken ihn jetzt gleich über Netflix. Um welchen Film geht es? Um den Film Super Mario Bros. Von 1993. Ja. Ach ja. Also, oh, wir wollen kein großes, langes, mäßiges, briesiges Vorwort hier verlieren. Ich bin jetzt schon total krank. Wir haben alle, denke ich, den Film auf Timestamp 000000 gestellt. Bingo. Super, wunderbar. Was bedeutet, ich werde runterzählen, halt 3, 2, 1, go. Und auf go drücken wir dann gemeinsam auf play und schauen den Film gemeinsam und kommentieren ihn. Und ihr könnt zugucken, wenn ihr wollt, und uns an unserem Kommentar und den dieben Trivias und so weiter erfreuen, die wir für euch haben. Ich würde sagen, without further ado, machen wir uns bereit, oder? Jo. Alles klar. Dann, wir haben den... Kann man dafür überhaupt bereit sein? Also, wir haben den Film vor uns. Liebe Hörer, packt den Film auch aus, wenn ihr wollt. Und wir... Ja. Was ist denn jetzt hier los? Legt euch eine Kotztüte zurecht und ein Abführmittel und alles andere, was man noch so braucht, ne? Macht Trinkspielchen daraus, irgendwas. Ja, im Gegensatz zu uns macht es vielleicht, also wir nehmen das jetzt hier nachmittags auf, das heißt, wir haben jetzt keinen wirklichen Alkohol hier am Start. Also ich zumindest nicht. Na gut, dann legen wir los. Ihr seid alle bereit? Jo. Streich noch mal so über den Timestamp und so, damit alles richtig ist. Wir gucken den Film übrigens auf Englisch mit deutschen Untertiteln gezwungenermaßen, denn auf Englisch haben wir da doch so ein paar Schätze hier und da. Und dann verpassen wir die tollen Akzente nicht. Wie auch immer, legen wir los. Without further ado, ich zähle runter, macht euch bereit und es geht los. 3, 2, 1, go! TMG, Telemünchen-Gruppe. Ja, ein weiteres Indiz dafür, warum ich diesen Film zum ersten Mal auf Tele 5 gesehen habe. Oh. Und Pathé. Pathé. Ja. Da hört man heute auch immer, das wirkt jetzt schon so ultra seriös bei diesem Film, ne? Ja. So, das gab es nicht in irgendeinem Mario-Spiel, glaube ich mal, irgendwie was mit Ägypten? Ich glaube, Super Mario Land, ja, für den. Es gab so eine gewisse Sphinx-Gegner. Mhm, genau. Das sah so ähnlich aus. Richtig. Jetzt wiegen sie uns in Sicherheit. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Die wiegen uns in Sicherheit, dass wir denken, das wird ein Super Mario Bros. Film. Ja, mit dieser schönen Retro-Nostalgie. Hollywood Pictures. Leitmotiv. Das ist aber auch so ein seltsamer. Ey, wir sehen hier ein Dutzend Logos, die wir seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. So, jetzt Auftakt. Wir sehen eine total verpixelte Landschaft. Ich frage mich, wie viele Leute hier schon vollkommen verwirrt waren, als sie im Kino saßen. Wer saß da im Kino? Was zum Teufel ist das hier? Vor allem übrigens, die Stimme, die wir hier hören, ist Dan Castellaneta. Besser bekannt als Homer Simpson. Genau, und die buchstabieren ihn im Abspann falsch. Der steht im Abspann als Dan Castellaneta. Brooklyn vor 65 Millionen Jahren. Das könnte so genauso gut, könnte auch S anfangen eigentlich. Stimmt. Da ist es. Danke. Da Adios, Dinosaurier.
dass sie allein schon dieses Intro, was zur Hölle, wo sind wir, was soll das? Ich bin mir sicher, selbst die Spielefans dachten mir, was soll dieser Kack? Aber das geht noch. Ich finde, es ist alles noch relativ verträglich. Es ist halt liebenswerter Trash irgendwie. Liebenswert würde ich da streichen. Liebenswert. Und random. Als wäre es Judge Dredd. Ja. Und jetzt fängt schon an wie Ghostbusters 2. Genau, jetzt sind wir wieder in Brooklyn, aber in der Gegenwart. Samantha Mattis, ja, was ist nur mit dir passiert? Was ist, what happened to her? Dana Kaminski, haben wir halt auch schon mal irgendwelche gehört. Kinder, die Fans waren von den Spielen, die saßen hier und dachten sich, was ist das hier, was soll das? Oh Gott, Fiona Shaw, ey. Ja. Fiona Shaw, besser bekannt als Petunia Dursley aus Harry Potter. Genau. Ach, stimmt. Sehr gute Schauspielerin, eigentlich. Ja. Sie auch in einem anderen. Und bei Fleabag war sie auch letztens vertreten. Sie war noch im anderen Drecks 90s-Film, dem mit Schirmscham und Melone, mit Ralph Fiennes, welche dann auch in Harry Potter war. Stimmt. Und Jim Broadbent, welche dann auch in Harry Potter war. Oh Gott, hör auf. Alan Silvestri. Ja, hier steht Music by Alan Silvestri. Meiner Meinung nach sollte da stehen Music by Danny Elfman. Denn ja. Das ist so Elfman-Vibig, ja. Der Score ist ein einziger Danny Elfman-Rip-Off, worauf ich noch zu sprechen kommen werde. Ah, wie oft haben wir den Lasse schon damit getrickt bei diesem Musikratespiel, dass wir da einfach Super Mario Brothers Soundtracks eingebaut haben. Praise the Lord. Okay, jetzt wird bei den Nonnen irgendwo ein Ei abgegeben. Und die empfangen es förmlich, als wäre es der Leib Christi. Oh Gott, Mark Goldblatt, Schnitt, Alter, was habt ihr euch bloß dabei? Oh, und übrigens, Production Design, David L. Snyder. David Snyder war Art Director vom Original Blade Runner. Das sieht man. Scheiße. Das erklärt so einiges, ja, wenn man den Look dieses Films betrachtet. Ja, hat Sven schon zu mir vorhin im Vorgespräch gemeint, dass es ihn irgendwie an Blade Runner oder an Total Recall erinnert, ne? Drehbuch mitgeschrieben von Ed Solomon. Es gab ja auch nur 8 Drehbücher, also Drehbuch allein stimmt nicht. Es waren 8 Stück. Vor allem einer der Drehbuchautoren, Ed Solomon, welcher später dann Men in Black geschrieben hat. Auftritt Dennis Hopper mit Cornrows. Cornrows? Ich dachte erst, hier würde Yoshi geboren. Ja, dachte ich auch erst. Ist Sven eigentlich noch da? Ja. Ach so, okay. Praise the Lord. Ja, gut. Irgendwie liegt das Kind da so ein bisschen wie bei The Witch, ne? Und es ist irgendwie voll mit Babyschleim. Glibber. Ja. Es hat auch so ein bisschen so ein Alien-Vibe, ne? Okay. Und Zettel an Stein mit, anscheinend. Jetzt gibt's einen Zeitsprung. Das war irgendwie 20 Jahre vorher, ne? Und, genau. Und jetzt ist das komische Flutschvieh aus dem Ei ist jetzt eine Frau, glaube ich. Ja. Und jetzt sind wir bei Roger Rabbit. Die Klostangen an der Wand hängen. Weil Bob Hoskins spielt hier exakt wie Eddie Valiant in Roger Rabbit. Ja, die, wie nennt man das mal? Pömpel oder so, ne? Und für Pömpel, ja? Ganz Pömpel. Kleine unten für den ganz kleinen Mario. Stimmt, habe ich gesagt. Ich erwarte jeden Moment, okay. Dass dieser Hase da aus der Schublade Etoon killed your brother. Ist der aus dem Fernsehen, im Fernsehen ist der nicht bekannt irgendwie? Der da gerade zu sehen war? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Luigi und Mario gespielt von Bob Hoskins und John Leguizamo und Bob Hoskins. Spätestens an dieser Stelle, glaube ich, haben sämtliche Fans der Spiele aufgegeben. Ach, wieso? Man sieht hier eigentlich sehr viel Vertrautes. Ich muss dazugeben, ich habe hier damals auf dem Gastrolle von. Mit dem Ding hier ist das Foreshadowing, weil es gibt so einen ähnlichen Effekt, wenn sie dann durch das Dimensionstor guckt. Stimmt. Ja. Dieser Film ist clever. Der Film ist deep. Der ist ultra deep. Total deep. Deep shit. Shit auf jeden Fall. Kann ich mal darüber sprechen, wie sehr ich John Leguizamo in diesem Film hasse? Du hast alles in diesem Film. Das meiste. Ey, der Lasse mag ja noch nicht mal Super Mario. Ah, hier hören wir, glaube ich, schon dieses Saxophon-Thema. Mhm. Das klingt nämlich ganz ähnlich wie Pee-wee's Big Adventure von Danny Elfman.
Stimmt. Und es gibt ein anderes, es gibt ein anderes Thema, was hier später kommt. Das greife ich jetzt schon mal vorweg, weil ja nichts Interessantes passiert. Es kommt diese ganz besondere Haupt, Haupt-Action-Melodie und die klingt exakt so wie: Joche, wir fahren den Puff nach Barcelona. Wir fahren jetzt mit Meeresschildkröten. Ist das auch schon ein Verweis? Keine Ahnung. Ja, definitiv. Oh Gott, Leguizamo sieht halt echt scheiße aus. Er sieht. Leguizamo sieht aus wie Erkan von Erkan und Stefan. Oh ja, stimmt! Wie Stefan Lust sieht der aus, ja. Und er sieht aus, als wäre er komplett auf Droge, die ganze Zeit über. Oh, World Trade Center! Das waren noch Zeiten. Vor allem dieser Typ, der da jetzt kommt, ich habe erst Campidelli gelesen, Sven, es tut mir leid. Was? Dieser komische Architekt, der da jetzt ankommt, oder was das ist. Oh ja, Capelli. Der hat einen sehr ähnlichen Namen, wie Sven mit Nachnamen heißt. Ich glaube, diese Art von Bösewicht hier war schon in den 90ern veraltet. Ja, ich. Und sie ist natürlich bei einer Ausgrabungsstätte, unser Baby vom Anfang. Da Anthony Scarpelli. Das habe ich, als ich den Film neulich zum ersten Mal richtig gesehen habe, ist mir das noch gar nicht aufgefallen mit dem Stein. Die rücken die nicht sofort so in den Vordergrund. Erst später, als sie beim Essen darüber reden, dachte ich, oh, sie ist das Baby, okay. Beim Essen, oh. Gerade einen Aussetzer gehabt hier. Hört ihr mich noch? Ja. Jo. Ja, ja. Die ganze Zeit. Das können wir halt alles nicht schneiden. Eine Menge Mädchen sind in letzter Zeit verschwunden. Seien Sie lieber vorsichtig, wie er schon so guckt, wie so ein Psychopath dabei. Ich war das. Ich hab sie entführt und in meinen Keller gesperrt und dort häute ich sie. Also guckt er wirklich, ey. Er sieht echt aus wie der Lüstling, also Harvey Weinstein. Oh Gott, ja. Sehr gut. Und hier haben wir Spike und Spiegel, oder wie heißt der? Das sind sie. No. Deswegen finde ich die deutsche Fassung hier besser. Thomas Danneberg bringt dir noch halbwegs so einen brandschen Vibe mit rein. Wir haben so ein bisschen was von Horace und Jasper aus 101 Dalmatiner, ne? So ein bisschen. Ja. Zwei Arme, ein Kopf. Die sind so dämlich, die beiden. Wo sie die ausgegraben haben, das frage ich mich echt, ey. Auto rattert und quietscht. Gott, der arme Bob Hoskins. Bob Hoskins ist ein echter Schatz gewesen, allgemein. Aber dieser Film hat ihn ja wirklich fast zerbrochen. Eine Zeit lang hat er ihn tatsächlich gebrochen. Oh ja. Es gab ja auch wirklich, weil bei Roger Rabbit gab es wirklich so, der musste nach Roger Rabbit musste in Therapie, weil er sich so daran gewöhnt hat, mit nichts zu sprechen. Oh Gott. Unauffällig, die Jungs. Unauffällig. Von Horst. Boah, total unauffällig. Oh Gott, ey, das ist so. Das ist Humor, den gab es nicht mehr in den alten Asterix-Filmen. Oh Gott. Nee, das ist hier wirklich, die beiden sind wirklich auch so ein: Oh mein Gott, wir möchten genauso sein wie Kevin allein zu Hause. Ja, stimmt, daran erinnert er. Aber wir machen beide zum Vollidiot. Oh, diese creepy. Die Klasse von Joe. Ja, creepy. Creepy Luigi. Und er sieht nicht cool aus, wenn er diese Basecap umgedreht aufhat. Das hat er später auch beim Luigi-Kostüm. Es sieht nicht cool aus. Ach, der kriegt noch sein klassisches Kostüm, okay. Cool. Ja. Hatte ich ganz verdrängt. Ja, 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 ja. Der hat dann auch halt so eine Basecap. Ja, sobald sie die Springerstiefel kriegen. Oh Gott, stimmt. Diese Springerstiefel. Die Springerstiefel. Leute, jetzt nehmt doch nicht alles. Oh ja, Evian Product Placement. Hab ich erwähnt, dass ich mir extra Evian-Wasser besorgt habe für diesen Podcast? Das hast du nicht. Doch. Nee, keinen Bock auf Mundschutz gehabt. Du hast das nicht gemacht. Nein. Gott sei Dank. Und wie er dann auch noch seinen Creepy-Bruder unterstützt. Bruder, ja, stimmt. Ich vergesse immer, dass das Brüder sind. Ich denke immer, das sind Vater und Sohn. Ich denke, das ist ein Arbeitsbruder. Sie benehmen sich ja auch so. Ja, das ist das Problem. Und der Altersunterschied ist viel zu groß. Missing Mrs. Still a Mystery. Fuck you. Jemand hat dieses Ding getippt und gedruckt als ein Prop für diesen Film. Ich hoffe, er wurde bezahlt. Vielleicht taucht das in einem anderen Film nur auf. Der hat dieses Yin und Yang T-Shirt an. Probleme, aber alles in Ordnung. Ja. Dieses Yin und Yang T-Shirt ist, glaube ich, auch symbolisch.
Sie sieht irgendwie aus wie so eine zu einer Videospiele eingedampfte Version von Laura Dern aus Jurassic Park. Du hast recht, ja. Sie und hat dann ist auch noch eine Ausgrabungsstätte zu finden am Anfang. Die trägt auch diese Kaki-Shorts und so. Ja, ja, sie hat. Ja, die ist so irgendwie eine Paläontologin, ne? Glaube ich. Und das war im selben Jahr, holy fuck! Das ist einer der Momente, Leguizamo und Hoskins haben beinahe so etwas wie Chemie als Brüder. Aber gerade Bob Hoskins hat ein paar Szenen, wo er ganz charmant ist. Das vorhin war eine davon, wo er halt so, oh, shucks, so diese, wo er da im Hintergrund steht und seinem Bruder beim Flirten zuguckt. Das war ganz niedlich. Ja, hier wieder. Und auf einmal fährt das Auto wieder. Ja, dachte ich mir auch so. Ich glaube, bis hierhin habe ich geguckt gestern. Ich habe keinen Bock mehr. Na, was ein Glück, dass wir das jetzt nachholen. Ja. Wir sollten allgemein nicht nur irgendwie alles kommentieren, was passiert, sondern auch so ein bisschen über den Hintergrund des Films und wie zur Hölle das zustande kam. Denn man muss sich ernsthaft fragen. Damals gab es dieses Mario-Spiel. Man schaut sich das an mit der Grafik. Dieser Klempner hüpft da rum, schlägt Blocks und mampft Pilze und hüpft auf Schildkröten. Man muss sich da ja ernsthaft fragen, vor allem, weil das die erste tatsächliche Videospielverfilmung war. Wie macht man daraus einen Plot? Wie macht man daraus irgendetwas, das auch zugänglich ist für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben? Man macht es einfach gar nicht? Ja, aber die konnten mich gar nicht, weil, hey, wir müssen. Und vor allem, das war auch eine der wenigen Male, wo halt Nintendo tatsächlich das Ding einfach so abgegeben hat. Und danach waren die so traumatisiert davon, dass ich es nie wieder getan habe. Und jetzt wird das Das Schlimmste ist jetzt, das Ding geht ja schon in die Historie ein, als die erste Videospielverfilmung. Genauso wie, ist das nicht schräg? Dieser Film ist die erste Videospielverfilmung. Und dann hatten wir Howard the Duck als erste Marvel-Verfilmung. Und die beiden Filme ähneln sich auf sehr interessante Weise. Oh, ja. Stimmt, ja, die stammen auch so aus einer Zeit, glaube ich, ne? Ja, ist jedenfalls ganz, ich weiß nicht, Howard the Duck könnte ein bisschen früher gewesen sein. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jetzt sind sie irgendwie auf einem Double-Date oder was? Ja. Ja, nämlich plötzlich ist diese Frau da. Ich dachte mir, wer zur Hölle ist das? Die wird nicht eingeführt vorher. Ist Peach mit neuer Frisur, keine Ahnung. Weißt du, also diese Daisy gibt es auf jeden Fall. Die gibt's. Howard the Duck ist ja noch schlimmer, der ist aus meinem Geburtsjahr, also 1986. Howard the Duck ist halt noch eine ganze Ecke ekliger. Und so von wegen denn das hier ist halt wenigstens mit den das hat Entenbrüsten und so. Ja, das hat hier wenigstens trotzdem irgendwie Elemente, wo du denkst, okay, das könnten Kinder gucken. Howard the Duck ist einfach so hässlich und mean-spirited und eklig. Das kannst du Kindern nicht mal zumuten. Aber Howard the Duck zeigt einen Tim Robbins, der auf einmal Comedian-Qualitäten hat, was ich auch nie gedacht habe. Ich glaube, der Film war meine erste Begegnung mit Tim Robbins und ich denke, Gott, ich hasse diesen Typ. Und dann habe ich gemerkt, was er noch so alles kann. Das ist schon ewig her, wo ich den gesehen habe. Er war mein Leben lang meine Mutter. Okay. Ja, genau. Das ist auch eine Aussage. Hör auf mit creepy Sex-Looks. Ja, das ist schlimmer als Anakin Skywalker in Episode 2. Vielleicht sagt er mag keinen Sand. Genau. Nein, er mag keine Röhren. Oder er mag keine Springen. Plümbel. Das ist auch das Geile. Mario hat in diesem Film eine Sprungphobie. Ja, stimmt. Oh Gott, ich hatte den echt verdrängt, ey, wirklich. Aber das etablieren wir noch. Gott, sie sieht aus wie so eine Straßenprostituierte. Spike, wie ist nochmal der andere? Weil die beiden sind nämlich auch benannt nach irgendwelchen Monstern. Und zwar irgendwelchen Random-Monstern, die da im Spiel ab und zu mal vorkommen. Ja, die Goombas kommen ja noch später. Goombas, ja. Die Goombas. Ja, ja. Das Design ist der Gott. Also das Interessante am Film ist schon, sie haben eigentlich viel aus dem Spiel übernommen, aber sie haben es total weird übernommen. Ja, es ist einfach nur, es wirkt so, als hätten die so eine Liste gekriegt mit Namen, aber nicht irgendwie mit Dingen, wie sie aussehen und was sie tun. Einfach nur, das sind Charaktere, die im Spiel vorkommen. Und da haben sie gesagt, okay, und mehr haben sie nicht gemacht. Und dann, was also vollkommen. Wenn man die Vorgeschichte kennt, dann weiß man auch, woher das rührt. Also die haben da wirklich 8 Drehbuchentwürfe reingeballert und wollten es erstmal realistisch aufziehen. Irgendwann ging denen das Geld an. Und dann haben die bei Disney angefragt und danach kamen diese kindischen Elemente rein. Am Anfang wollte man dann eine komplett düstere Version
draus machen. Ja, das merkt man am Produktionsdesign. Ja, ja. Ja. Da ist diese dann, Blade Runner-Vibes. Da ist er dann auch später in der komischen Dinosaurier-Welt hängen überall so Wahlplakate von Cooper herum. Das ist auch total. Kettensäge. Oh ja, genau. Hier gerade. Jetzt erwarte ich hier jeden Moment, Robert De Niro fährt vorbei und der Bernard Herrmann-Score kickt in. Aber wirklich, Bob Hoskins hat einfach so eine. Selbst in diesem Film hier, wo er offensichtlich ja auch, weil es ist halt. Es ist belegt, dass er und John Leguizamo Scotch getrunken haben vor jedem Take, um es da irgendwie durchzukriegen. Aber selbst in diesem Zustand ist Bob Hoskins oft einfach so liebenswert. Jetzt Spike und der andere Mario! Ja, vor allem, was das jetzt sollte. Erst wollten sie die ganze Zeit Daisy entführen und jetzt nehmen sie vorher die noch mal mit. Ja, weil sie denken, haben sie so eine To-Do-List abgearbeitet. Weil sie jetzt wieder verwechselt haben anscheinend. Weil sie halt gesagt haben, oh ja, das ist die Frau, die wir suchen. Ach ja, sie hat Arme, Beine und Kopf, das muss sie sagen. Genau. Genau. Eigentlich auf den Edelstein achten. Können wir bitte das World Trade Center aus dem... Danke, Gott. Boah, jetzt gehen sie runter in die Kammer des Schreckens gefühlt. Jetzt kommt eine aber der spannendsten Szenen im Film. Wenn sie versuchen, die Überflutung aufzuhalten. Das habe ich gedacht, ja, auf geht's, tut es. Oh. Aber halt, liebe Leute, falls ihr euch wundert, warum es immer noch keinen Legend of Zelda-Film gibt, that's why, dieser Film. Mm. Obwohl es mal einen echt geilen Fan-Trailer gab, der ein bisschen trashy aussah, aber auch irgendwie spaßig. Ja, dieser April-Scherz-Trailer. Aber du kannst aus Zelda kannst du auch schwer eine Story machen. Ich meine, aber das, ich glaube, mit Zelda wäre es einfacher als mit Mario. Ja. Ich meine, Zelda ist an sich einfach, da geht es vor allem ums Gameplay, aber du könntest daraus trotzdem eine generische Fantasy-Story stricken, die einen Film trägt oder naja, so mehr. Oder vielleicht sowas wie eine Netflix-Serie. Mach mal an. Du siehst genau, dass sie vor dem Strahl stehen und ins Wasser rauslaufen lassen. Was dieser Film hier vom Look und vom Feel auch unbedingt gerne sein will, ist Tim Burtons Batman. Ja, ja. Ja, deswegen auch der geklaute Elfman-Score. Ja, obwohl Danny Elfmans Musik nie so klang in Batman. Das ging aber. Als hätten sie immer die völlig falschen Einflüsse gehabt. Tempelzahn jetzt. Alter, war das gerade episch. Richtiger Spielberg-Shot. Ja, wirklich. Oh Gott, ey, mit dem Wasser, das sah gerade so ultra billig aus, ey. Ich frag mich, bei welcher Sequenz sich Hoskins dann noch die Hand gebrochen hatte. Wahrscheinlich oh, da. Oh ja, Gott. Eventuell aber bei der, wo Mario endlich mal was machen muss, was er nie im Spiel macht, nämlich Klempnern. Gibt es einen Grund, warum die Klempner sind im Spiel? Ist es halt einfach nur dieser Look und dann gibt es halt Rohre, durch die sie rutschen. Ansonsten hat das doch, glaube ich, nichts mit irgendwas zu tun im Spiel, oder? Mm-mm. Es ist einfach nur dieser seltsame Mix, wo ja, wir, weil es ist halt distinktiv, das ist etwas, was man irgendwie erkennt dann, oh, das ist etwas, was das Spiel einzigartig macht vom Look, weil die Figuren so aussehen. Aber es gibt keinen Grund, warum die Klempner sind, aber hier machen sie es halt wirklich Teil der Handlung, Teil des Arcs. Obwohl ich hatte mal erklärt, warum die Italiener sind, ne? Nee, das weiß ich gar nicht. In den Spielen. Weil die damals, als das rauskam, konnten die ja noch mit diesen 8-Bit, konnten die ja keine Münder animieren. Und deshalb haben sie einen Schnurrbart animiert. Oh! Weil man muss sich ja schon wundern, wie kommen Japaner auf italienische Klempner? Ne? Ja, genau, das ist eben auch die komische Mix. So Klempner ist schon weird genug, aber warum dann auch noch Italiener? Ja, sie hatten halt nicht die Rechte an Popeye. Na, sie wollten eigentlich die Rechte an Popeye haben und das allererste Mario-Spiel, oder wo Mario auftauchte, war ja eigentlich dieses Donkey Kong, ne? Also wo Donkey Kong Peach klaut und wenn du das jetzt so überträgst auf Brutus und Olive, ne? Das passt schon irgendwo. Okay, das ergibt Sinn. Das war ganz schön brutal gerade. Ja, generell ist der Film irgendwie ziemlich düster. Und jetzt plötzlich Schnitt und sie sind wieder wach. Halt plötzlich dieser radikale Zeitsprung. Und jetzt sieht's aus wie in The Goonies. Stimmt. Wann du siehst sowas von, dass es im Studio ist. Das ist sowas von die Goonies-Höhle hier.
Also sie hätten den ganzen Soundtrack einfach so machen sollen, finde ich. Der komplette Videospiel, ich weiß nicht. Es gab ja eine Soundtrack-CD von dem Film, aber ich glaube, da war nur ein bisschen Silvestri-Score. Da gab es ja noch mehrere Songs. Es gab ein richtiges Songalbum für diesen Film. Ja, das ist so typisch 90er. Oh ja. Es gibt auch so einen grauenhaften 90er-Werbespot für Zelda. Wo irgendwie so Hip-Hop, muss man echt mal gucken, so Zelda-Werbung auf YouTube, alles Mögliche mit Hip-Hop. Und aber so da ist der Spatzen Effekt vom Anfang mit dem Gesicht da raus. Oh, boah, dieser Effekt war aus der Hölle. Oh, der, vor allem, das sieht so aus, als kämen sie aus der Hölle. Wow. Gott, das sieht aus wie aus so einem Sci-Fi-Film. Ihr müsst mal bedenken. Zugegeben, sie sieht da so ein bisschen reptilienhaft aus. Ein paar Jahre später kam die Mumie von Stephen Sommers. Oh. Und hatte bessere Effekte. Erst? Gott, du hast recht. 98, ja, ja. Ja, du kannst auch nicht glauben, dass die Star Wars Prequels und die Herr der Ringe Trilogie aus einer Zeit sind. Ja, quasi fast, ja. Ja. Star Wars Prequels irgendwie nur so, also jedenfalls Phantom Menace nur so knapp 2-3 Jahre vor Herr der Ringe. Verdammt. Das ist Felsen, ja, genau, deswegen sind da durch. Yay. Hier, jetzt kommt das erste Mal, ich mag nicht springen. So von wegen, man kann wirklich fühlen, wie sich da die Autoren und so auf die Schulter klopfen. Ah, sind wir nicht clever? Ja, wir haben Mario, will nicht springen. Wir haben Mario einen inneren Konflikt gegeben. Character Development! Komm. Boah, jetzt. Jetzt. Oh Gott, jetzt kommt's. Das sieht aus wie in Spawn. Wow. Oh, das ja. Hat auch dieser Hölleneffekt. Mein Gott, ist das scheiße. Ehrlich gesagt, das hier sieht das sieht aus wie aus dem Spiel. Oh Gott. Ehrlich gesagt, das hier sieht besser aus als in Spawn, denn hier ist es wenigstens im Fokus. Wenn das Beamen mal falsch läuft. Boah, Leute, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir in die bekloppte Dino-Stadt, ey. Oh, nee. Sven, bist du noch da? Ich bin noch da, aber der Film macht mich immer wieder fertig aufs Neue. Ich meine, die haben sie niedergeschlagen, haben dann gewartet, bis sie wieder aufwachen, um die zu entführen? Sieht aus, als laufen die durch den Darm. Was ist das für ein Mist? Patrick, wir reden hier von einem Film, wo italienische Klempner irgendwelchen Dinos hinterherjagen. Ja, das ja. Das muss keinen Sinn ergeben. Ich habe das auch gar nicht verstanden, das mit dem am Anfang, mit, dass es halt sich in Paralleluniversum aufgeteilt hat. Vote for Cooper oder irgend so ein Scheiß. Ja, genau, Cooper. Mhm. Da haben sie, das ja, haben das sie nämlich der Parallel, der Parallelwelt wird am Anfang in diesen einen Halbsatz von dem Nachrichtenmoderator erwähnt. Hier haben sie auch was abgefasst bei Cooper. Guck das an und das sieht wirklich aus wie bei Total Recall, Venus Will. Ja. Das ist Total Recall, Das ist Blade Runner, das ist Batman. Später gab es doch auch nach diesen Adventures of Pluto Nash, der sah genauso aus. Mm. Ach, der. Und warum? Was macht der da? Der holt seinen Schuh. Aber warum sprühen die Autos eigentlich alle Funken? Weil Zukunft und parallel und aber bla. Das sieht vorne aus, ob sie die Silvesterrakete falsch rum reingesteckt hätten. Die haben das am Anfang ganz schlecht etabliert, dass das hier ein Parallel, quasi diese Parallelwelt ist, wo sich die Leute von Dinosauriern entwickelt haben. Das kommt dann hier einfach so ohne große Erklärung aus dem Nichts. Ach. Wir müssen ja den Zusammenhang herstellen zum Anfang des Films. Gottes Willen. Da wird das fällt der verdammt auf. Oh, pass auf, die Reaktion jetzt, die kann stellvertretend für den ganzen Film sein, jetzt. Oh mein Gott! Ist das irgendwie Teil des Dresscodes in dieser Dimension, dass man scheiße aussieht? Ja. Die sehen irgendwie aus wie aus den 70ern oder so. Oh Gott. Warum sehen eigentlich ein. Oh! Was ist denn mit dem Dino-Ei? War das gerade Kindesmissbrauch, was der Typ da gemacht hat? Das war Missbrauch des Zuschauers. Alter. Nicht mal Hinterstelle. Was zum Fuck? Ey. Wie haben sie die Hektik da regeneriert? I was a teenage mammal. Was ist das? Überall fallen Leute hin. Triple X. Hast du das gesehen? Oh. Hier, der erste Goomba. Boah, Auftritt des ersten Goomba, ey. Alter, das zieht dir die Schläfen hoch, ey. Und jetzt haben wir wieder Cooper.
Weil nämlich Koopa, das ist nämlich auch ein Namensfuck-up, weil ich glaube, im Original heißt er Bowser King of the Koopa. Und hier heißt er einfach nur Koopa. Was bedeutet, die haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Es gibt Koopa in den Spielen. Oh, okay. Also Koopa und Bowser ist nochmal ein Unterschied. Und hier haben wir offensichtlich einen Trump-Stand-in. Ja, so ein bisschen. Heutzutage guckt sich der Film noch ein bisschen anders. Weil schon damals war ja Trump so eine schillernde Figur, die man gern verarscht hat. Es gibt eine Trump-Parallele in Batmans Rückkehr. Oder, ja, oder zwei sogar. Oder in Zurück in die Zukunft. Oh Gott, was war das? Oh ja, Zurück in die Zukunft 2, ja. Habe ich letztens noch mal gesehen. Captain Alan in New York, da läuft er dem ja im Plaza-Hotel über den Weg. Genau, ja, weil das gehörte ihm zu dem Zeitpunkt. Und er wollte unbedingt im Film mitspielen. Ja. Alter, Fiona Shaw, ey. Sieht aus, als wäre die mit einem Föhn in eine Badewanne gefallen. Ja, das hier ist auch wirklich halt das. Und wann war League of Extraordinary Gentlemen? War das hier vor oder danach? Danach. Okay, gut. Danach. Weil da hat sie halt auch 2001. Auch einer der peinlichsten Filme ever. Die beiden Moment. Hier, ich muss sagen, die sind so dämlich, aber die schmeißen sich so in ihre Rollen. Die sind halbwegs für das, was sie repräsentieren sollen, die sind ganz gelungen als Comic Relief. Weil einfach die legen viel in. Das ist Jar Jar Binks in doppelter Ausführung. Na, ich finde sie nicht ganz so nervig. Oder jedenfalls. Hey, sie brauchen jetzt. Ich versuche gerade den Plot zu folgen. Sie brauchen jetzt den Meteoritensplitter. The Plumbers Took It. Klimpner-Alarm! Oh Gott! Klimpner-Alarm! Bullet Bills. Koopa ist auf der Suche nach zwei Klempnern. Was bedeutet, ich schätze mal, die kennen die auch dann Er Klempner. Hat eine gar nicht schlappe Belohnung ausgesetzt. Dann ist das aus Spaceball? Das hier ist auch aus Blade. Ist die dann auch Eidechsen? Alter, dieses Eidechsenbrötchen, ach. Ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Blade Runner-Anspielung. Das ist bestimmt die mit den Ratitten, die wurden noch rausgeschnitten. Da ist sie. Oh Gott. Ach, das finde ich jetzt so dumm. Vor allem all diese Stadtsets, die sie damals ja auch immer hatten in diesem Film, es ist halt immer nur dieses eine Hauptstraßending. Alter! Eure Koopa. Ist das eine Silikonspritze mit Elektro? So ein bisschen. Ja, und irgendwie auch noch Pfefferspray, habe ich das Gefühl. Zack. Das erinnert mich jetzt an Legion. Boah, lass mich los, du fette Schlampe, Alter. Was ist und denn hier? Vor allen Dingen, da bremst keiner, fahren einfach alle drauf. Scheißegal. Bam, bam, bam. Ja, und das sprühen einfach nur überall Funken. Wie heißt die nochmal? Big Betty oder so? Oder? Die heißt doch Big Betty oder Big, wie auch immer. Ich bin mir nicht sicher. Und da sind erstmal diese scheiß Springstiefel. Ich dachte halt nämlich auch, wer wurde hier verhunzt aus den Spielen? Und dann habe ich es rausgefunden. Das ist dieser rote, große Fisch. Die Springschuhe. Aber dieses Outfit. Diese Mischung aus Leder, Latex. Kennt man die Schauspielerin irgendwo her? Spice-Fetisch. Weil die hat auch so eine gewisse Ausstrahlung. Oh, danke. Ey, sag mal. Alter. Da würde ich den Stein aber auch mit wegnehmen. Dieser Film ist so horny. Und da ist Cooper. Toad. Toad als Sänger. Ist Toad nicht dieser Pilz? Ja, klar. Richtig. Okay, gut. Warum heißt der Toad? Aber wegen Toadstool? Ja, klar. Princess. Aber dass sie einfach wie zur Hölle einfach, mir kommt's wirklich vor, die wussten nicht, wie diese Charaktere aussehen. Die kannten nur die Namen. Die wussten nur die Namen von diesen Figuren. Obwohl die Frisur. Der eine Polizist sieht aus, als hätten sie kein Geld für Woody Harrelson gehabt. So sieht die Bad ja. Stimmt. Was soll das eigentlich? Warum ist jetzt Luigi so gemein zu Mario und verleugnet ihn? Und im Hintergrund dann noch dieses Koopa-Poster, wo er das Baby küsst. Stimmt. Die sind so geil. Boah, die sehen aus wie gigantische Molche mit einem zu kleinen Kopf irgendwie. So, und jetzt sind wir angekommen in einem 90er-Porno. Ja, aber endgültig. Oder in der Schacht.
Hat der so Dracula-Bräute oder wie ist das? Mir kommt es vor, als wäre hier was geschnitten worden. Als hätte die Szene länger sein sollen. Ja, da ist auch viel geschnitten worden bei dem Film. Kann man sich mal, da ist eine ganze Liste auf IMDb, die kann man sich gerne mal durchlesen, was da alles an Szenen geschnitten wurde. Und den Film hat es erträglich lang zu machen. Ich will echt die Brandschutzbestimmungen von dem Set wissen. Da sprühen überall Funken, überall brennt's. Ja, ich nehme an, Michael Bay war da irgendwie schon als Kabelträger. Was soll das hier eigentlich? Warum jetzt, sitzt du der Polizist? Oh ja, jetzt. Jetzt kommt der peinlichste Moment. Luigi Mario. Komm her, du Scheißer. Warum sitzt eine Prostituierte neben ihm? Was soll das da? Was ist das für ein Fetisch-Set? Hä? Was ist das? Was soll das mit dem Fuß in seiner Fresse? Das meine ich ja. Warum sitzt er da? Entbild so. Und hier hast du jetzt noch die Leute von einem Pandemie-Thriller? Ja, das ist ein Fetisch-Film. Alter, ich kann nicht mehr. Ich stehe den Film nicht durch. Ich hab echt vergessen, wie scheiße der ist. Mir kommt's vor, als wüssten die beiden nicht, was passiert. Als hätten die einfach an dieses Set gezerrt und das sind alles echte Reaktionen. Ja, die werden da wie durch so eine Geisterbahn, ne? Ja, also die wissen nicht, was auf sie zukommt hier. Und die werden einfach nur gequält. Dieser Film ist Torturing Bob Hoskins, the movie. Oh, da muss ich sagen, die Szene ist witzig. Das ist witzig gemacht. Das ist eine gute Auflösung. Das ist so. Alter, das soll ein Kinderfilm sein. Sind wir das tot? Das war gut getimt. Das für ein Hennenkäfig für Gefängnisinsassen. Wenn das war im Nachhinein nachsynchronisiert. Er hat da gesagt, ist die Szene vorbei? Schnitt, Schnitt. Gott. Ich mochte bisher John Leguizamo nur in einem einzigen Film. Also, oder gesagt, besser gesagt, eine Reihe von Filmen. Und das war John Wick. Stimmt, da war er drin. Ja, und da war er auch wirklich gut. Aber sonst immer, ich fand immer ihn immer nervig. Auch in Ice Age? Oh, fuck, das habe ich total vergessen. Okay, ich schätze, als Voice Actor ist er allgemein besser. Oh, was haben sie Ah, genau, das kommt noch, ne? Was sie aus dem König Mario Brothers. Was haben sie noch mal gemacht aus dem Pilzkönig, Pilzgeflecht oder so, ja, ne? Lebender Fungus. Das Pilzgeflecht, das haben wir schon recht am Anfang gesehen. Das ist das ganze Glibberzeug, das sich durch den Film zieht. So, jetzt die erste Szene. Ey, der sieht echt aus wie Donald Trump. Sowas. Und diese ganzen Low-Angle-Shots, also es ist einfach so fehlgeleitet. Immerhin gibt es bei diesem Film nicht so viele Larry Idex. Idex. Immerhin gibt es bei diesem Film hier nicht so viele Weitwinkeleinstellungen von Gesichtern, wie es in den frühen 90ern ganz oft üblich war. Nee, das waren späte 90er, frühe 2000er, da gab es diesen Trend. Oh, ich bin der neue Terry Gilliam, ich bin der neue Tim Burton. Und da haben sie es total übertrieben mit diesen total weirden Einstellungen. Und hier war das noch nicht so weit. Ja, man sieht irgendwie von der Beleuchtung her auch richtig, das sieht eher aus wie 90er Jahre Fernsehen. Oh ja, eigentlich. Dieses ebenmäßige Licht und ja. Und auch das so, das Set an sich, das sieht eher aus wie ein Verhörraum. Oder sollst du das sogar sagen? Na, wenigstens ist es besser ausgeleuchtet als in einem Porno. Na, ich weiß ja nicht, weil Also die Beine von der in der Fresse von dem Polizisten waren gerade sehr gut ausgeleuchtet. Ja. Was zum Fuck? Alter, das Ding ist echt krass. Jetzt fehlt da noch Blut, ey. Niemand berührt König Cooper. Was genau eigentlich Bob Hoskins, das war auch zu die, nee, nicht Bob Hoskins, Dennis Hopper, das war zu dieser Zeit, wo auch immer der Schurke war in allem, Speed, Waterworld, ja. Und das hier ist definitiv dieser Film, wo er sich denkt, ja, meine Karriere ist vorbei. Halt, ich weiß nicht, was er hier macht, das ist definitiv nicht Schauspiel. Ach, der hat, glaube ich. Also, ich mochte ihn am liebsten in Blue Velvet, da hatte er auch eine total schräge Rolle, aber
Oh, der ist auch 1986. Fehlt nur noch, dass der Cooper irgendwann sagt, Baby, wir ficken. Was? Vor allem, ich verstehe nicht ganz, warum ist Toad ein Gefolgsmann von Cooper? Na, der wird dazu gemacht, jedenfalls. Ach ja, genau, der wird de-evolutioniert oder sowas, ne? Richtig. See you later. See you later, Alligator. Oh Dieser Film wurde vor Jurassic Park gemacht? I can't tell. Der kam im selben Jahr raus. Du hast recht, verflucht. Da hat sich dann Spielberg gesagt, ich gehe noch mal drüber über meine Dinos. Die Evolution. Aber eigentlich sagen sie, sie machen nur das Hirn kleiner. Gleichzeitig haben sie so einen Schrumpfkopfprozess. Der erinnert mich an den Schrumpfkopftypen aus Beetlejuice. Ja, super. Ja. Vor allen Dingen, Alter, ich kann mir nicht helfen, aber ich mag so dieses Design. Das hat überhaupt nichts mit Goombas zu tun. Aber dieses dämliche Grinsen und der Animatronic-Effekt selber ist auch gar nicht so schlecht. Das hat irgendwie was. Vieles an diesem Film ist zu gut für diesen Film, aber diese katastrophale Aneinanderreihung, die macht das zu diesen Schulden. Ja. Oh, übrigens, die Stimme von den Goombas ist Frank Welker. Stimmt, habe ich ja auch gelesen. Wer? Oh mein Gott. Frank Welker, Megatron, halt tausende von verschiedenen Stimmsachen. Megatron, Gremlins. Obwohl, eins verstehe ich nicht. Warum hat er es durch die De-Evolution eigentlich geschafft, noch beschissener angezogen zu sein? Hä, wie meinst du? Ja, das war doch vorher Toad. Auf einmal hat Der hatte schon die Uniform an. Dem haben sie schon die Uniform angezogen und dann einfach nur geschrumpft, schon im Vorfeld. Na cool, gut, dann habe ich ja nicht so. Ey, das ist so Trump. Go Goomba! Alter, dieses Design. Die sehen aus wie verunglückte Entwürfe. Wir haben hier deine Muttermonika für dich. Ja, warum gibt der ihm die Muttermonika? Einfach nur, damit wir ihn erkennen können? Und warum ist denn dieser ganze Schleim auf dem Boden? Das ist der Fungus. Aber wurde da auch irgendwas geschnitten? Ach so. Hat sich da sich dabei eingestuhlt? Nee, ich glaube, da wurde irgendwas geschnitten, wo irgendwas zerplatzt ist oder so. Weil plötzlich ist da Schleim überall. Stimmt. Das so, jetzt könnte Moment, der Film zu Ende sein. Ist der de-evolutioniert? Nein. Stimmt, der Film könnte. Oh nein. Oh Gott. Ja, das denkt sich Trump auch jeden Morgen. Ich frage mich, was für eine Heidenangst die hatten am Set vor Dennis Hopper. Ich frage mich, was die Schauspieler für eine Heidenangst da hatten. Da ist König Toad. Oh, stimmt, genau. König Toad? Fußball! Oh, ein Babybombe! Oh, die Bomboms, oh, die sind süß. Wir sind Sex Bomb! One, two, three. Oh, Alter, dieses Ding ist komplett rastlos. Der Anfang ist mega lahmarschig und seitdem die da sind, ist das nur ein Hin und Her. Aber wenigstens feiern sie sich selbst dabei. Das ist doch das Positive. Ja. Das dürfte der Whisky sein. Ich glaube, hier kommt ein paar Mal dieses Thema. Hurra, wir fahren im Puff nach Barcelona. Das ist exakt die Melodie, ich schwöre. Ich schwöre. Alter, was laberst du für eine krasse Scheiße? Ich hatte schon Pee-Wee's Big Adventure erwähnt, aber ich glaube, gleich kommt die Autoverfolgungsjagd. Da klingt die Musik extrem nach den Simpsons. Okay, ja, das war ja so um dieselbe Zeit eigentlich, ne? Ja, die Simpsons waren ein paar Jahre vorher, also startete das. Aber halt, die Musik ist sowas von Simpsons. Simpsons könnten so langsam auch mal einstampfen, ey. Police! Boah, Alter, die Polizeikarren sehen ja selbst. Die sehen aus wie ein verkackter DeLorean irgendwie. Das sieht irgendwie aus wie This Ain't Mad Max, a Triple X Parody. Stimmt. Stimmt, die haben echt was von Mad Max. Mhm. Es hat wirklich diese ganzen dummen Zukunftsfilme mit demselben Produktionsdesign, halt sowas wie Judge Dredd und Pluto Nash. Das hier wirkt wirklich wie so eine Mischung davon. Weil ich Videospiele. Videospiele spiele. Genau, ja. Natürlich. Und in Mario färbt man ja auch so viel. Hey, nee, dieser Film hier war die Inspiration für Mario Kart. Ach, Quatsch. Wenn sie jetzt noch Pilze Schildkröten schießen würden, dann vielleicht. Was sind das für komische Knarren? Sven, genieß es doch einfach. Ich tue es.
In vollen Zügen. Mario Kart war 92, der war ja vorher, da haben sie vielleicht gedacht, oh cool, eine Mario Kart-Sequenz. Die Bilder sind geil. Da, jetzt ist die Musik so. Das Fahrdux. Du siehst aus wie ein Goomba, ja. Wow, cool! Das ist so ein Dummbeutel. Ey, man muss auch sagen, der Film ist halt, also obwohl so viel passiert eigentlich, ist er halt echt langweilig. Ja, da war gerade die Melodie, die Barcelona-Melodie. Ja, stimmt, jetzt habe ich es auch gehört. Da helfen auch die billigen Effekte nichts. Und jetzt noch eine billige Blues Brother Massenkarambula. Boah, was ist das für ein Film? Ja, das war gerade wirklich dieses. Das war der Abschleppdienst hier. Alter. Ach, jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Das ist bei Blues Brothers ich auch schon. Da unten. Oh. Plus, glaube ich, umgekehrt. Stehen sie auf dem Dach. Jetzt machen sie einen Time Jump aller Zug in die Zukunft. This is Pod Racing. Was genau schnall dich an! Was bringen diese Knarren? Vor allem, was bringt das jetzt mit dir? Alter! Super! Wir haben sie gegrillt. Das sieht jetzt aus wie in Batman, wenn er von der Feedback fährt. Und ja. Ja, und hier dieser Handshake von wegen, oh ja, das ist ihr Gimmick. Warum klatschen die sich ab mit Quack, Quack, Quack? Ja, das ist diese Quack, 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 Quack. Ich weiß nicht, weil das ist ihr Gimmick. Hat das jetzt zum ersten Mal vorkommen. Ich guck mal kurz auf. Sven, du kannst dich freuen, wir haben noch eine Stunde vor uns. Boah. Eine Stunde, echt? Das war schon eine Dreiviertelstunde jetzt. Das kann ja nicht sein. Nehmt die Cooper-River. Oh Gott. Der Film will definitiv irgendwie satiremäßig sein. Cooper-Harry-Tunnel. Habt ihr das gelesen? Kupari-Desert. Ey, dieses Pilzgeflecht. Das Energienetz. Das ist Jaja, nehme Boomer. Was, Misa, habe keine Boomer. Oh Gott, ey. So ein Hüpfgeräusch. Interessant ist auch echt der Spiegelartikel zu diesem Film. Spiegel? Es gibt einen Spiegelartikel zu dem Film? Ja, ja. Ne, hatte ich auch gefunden, ja, ja. Was hat der denn, was sagen die da? Der irgendwie Jubiläum hatte. Genau. Und es gibt angeblich noch einen ominösen, verschollenen Director's Cut, der die ganzen düsteren Stellen noch anfügt. Der Tunnel hat uns rausgerotzt. Alter. Ey. Alter, wer hat das Ich stell mir gerade vor, jemand, der Angestellter beim Kino ist. Und dann zwischendurch mal reinkommt, um zu kontrollieren, ob alles läuft und ob niemand irgendwie mit aufnimmt. Und der kommt rein und es läuft diese Szene und der Typ so, what the fuck is this? Ich stell's mir schlimmer vor, wenn du als Kind diese Reihe gemocht hast und du hast deine Eltern angebettelt, da unbedingt reinzugehen. Und dann musst du deinen Eltern erklären, was du da dran findest. Ja, das ist genau. Die Eltern vermutlich verstörter als die Kinder. Ich meine, diese Situation gab's ja andauernd. Es gab ja auch ein paar Jahre zuvor, gab's den ersten Turtles-Film. Und der ist ja, ich meine, der handelt von den Turtles, da sind die Turtles. Aber es war halt auch die Situation von, die Kinder wollten rein und die Erwachsenen mussten sie begleiten. Und die Erwachsenen hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, was zur Hölle das soll. Aber wenigstens ja, Turtles aber ist gut gemacht und es handelt von den Turtles und respektiert das Quellmaterial. Aber bei den Turtles, die deutsche Synchro, die ist mit den Boings und sonst was, das ist so übertrieben worden. Das ist Mist. Aber ich meine, man kann sich dann ja aussuchen, was man guckt. Ja. Aber das hier Ich habe den Artikel gerade gepostet, das ist schon so hart. Ich meine, die Samantha Mattis, die hat sich davon einen Karrieredurchbruch erhofft.
Ich lese ja auch gerade, Bruce Willis sollte ein Cameo haben in dem Film. Oh, als was? Als Anspielung auf Stirb langsam. Wie in dem Gebäude, in dem Cooper-Gebäude dann, oder was? Ja, yeah, where he tunneled through the air ducts of King Cooper's Castle in a spoof of his role in Stirb langsam. Ach ja, klar, sicher mit. Komm nach Kalifornien, da macht das Leben noch Spaß. Ich wusste es. Ach ja, ich wusste, ja. Es so machen. Hey, ich meine, immerhin den exakt selben Gag haben sie dann in zweiten Lego-Movie gemacht. Aber der war geil. Der war geil. Ja, der Gag war gut. Den muss ich noch nachholen, tatsächlich. Der ist gar nicht so schlecht. Weiß nicht, warum der. Ja, klar. Vergisst du sofort, den Film vergisst du sofort, aber es gibt ein paar gute Gags. Jetzt wird er de-evolutioniert. Nein, er wird evolutioniert. Ja, genau, die machen es halt. Die sind halt so strunzdumm, dass sie ein neues Hirn brauchen. Oh Gott, der sieht aus wie der Ding, wie der Ribéry. Stimmt. Und tschüss, Spike. Oh. Zeigen Sie noch mal die Animation im Innern. Da komm schon. Das ist so schön GIF-Material. Ja, genau, ich komme auch immer mit der Quadratwurzel. Aus 24.000 schlag mich tot. Das ist der Beweis, dass du klug bist, wenn du das weißt. Oh Gott, ist ja sogar ihr Verwandter. Das Geile ist, obwohl die dann schlauer sind, sind es immer noch Idioten irgendwie. Weil sie tollpatschig sind. Ich mag insbesondere diesen Typ hier. Ich mag seine Performance. Ich hasse seine Frisur. Die Typen sind noch mit das Beste am Film. Oh Gott. Die beiden haben irgendwie was. Aber der Film ist halt ein schöner Beweis, dass geschwollen daherreden nicht jeden zu einem klugen Menschen macht. Das können immer noch komplett Idioten sein. Tete Brainstorming. Jetzt hat er plötzlich diesen Echsenanzug an. Wow. Ja, das sind wirklich wie Erkan und Stefan. Ignatius heißt Ignatius. Was und jetzt hat sie ihr Peach-Outfit aus den Games bekommen. Ach, tatsächlich? Aber das ist nicht Peach, das ist Daisy. Das ist Daisy. Ja, genau. Daisy, ja. Oh Gott, Alter, wer soll eigentlich sie sein? Wer soll Fiona Shaw sein? Ich kapier's nicht. Es ist einfach nur, oh, wir brauchen eine Gespielin für den Schurken. Und die dann plötzlich auch noch eine eigene Motivation hat aus irgendeinem Grund und um den Film länger zu machen. Stimmt. Super Mario hat ja auch eine random Freundin gebraucht. Also alle wichtigen Charaktere brauchten anscheinend eine Freundin. So klischeehaft. Ja, jetzt plötzlich merkt man, sie hat eine eigene Agenda. Ja, so ein kleiner Subplot. Ich verstehe nicht, warum. Vor allem, das führt nirgendwo hin, richtig. Ja, eben, genau. Deshalb frage ich ja, warum? Oh yeah, Lady Shot. Oh Gott, diese Musik, die klingt. Das soll ein Geschwister sein? Die Musik klingt sowas von nach Simpsons. Siehste? De-Evolutionshandstrahler. Wow, versuch das dreimal hintereinander zu sagen. Die Evolutionshandschuhe. Alle Polizisten haben einen Pornobalken in der Fresse. Stimmt. Oh Gott. Lustigerweise hat sie auch in meinem linken Fuß mitgespielt. Oh mein Gott. Ja. Da hat sie eine tolle Rolle drin eigentlich. Oh, da ist er. Och, hier kommt Yoshi. Oh, ja. Yoshi. Yoshi ist der absolute Fuck-up. Ich meine, immerhin ist es ein Dinosaurier. Immerhin sieht der halbwegs aus wie aus Jurassic Park. Halt, ich frage mich, ob die ursprünglich gedacht haben, oh ja, Yoshi, wir lassen so einen kleinen Jungen auftreten. Ja, der Original Yoshi ist ja eigentlich echt cool. Übrigens, er hat keine Gummistiefel an, da will ich drauf hinweisen.
Keine roten Stiefel, ja. Ja. Im Prinzip ist dass sie, dass der hier Yoshi als Haustier hat, ist das Äquivalent, wenn jetzt ein Mensch einen Schimpansen als Haustier hätte? Jo. Wo ist eigentlich sein Sattel? Der hat keinen Sattel, der hat so einen Panzer, der aussieht wie ein Rucksack. Und Mario reitet. Nicht die schlechteste Animatronic, muss ich sagen. Ja, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das Design ist halt ein bisschen gruselig. Ja, das Design ist wirklich ein bisschen, das sieht halt aus wie so ein Mini-Raptor oder so. Ja. Ja. Alter, ey. Dennis Hopper, ey. Ich weiß nicht, was er da macht, aber... Der wollte ja unbedingt in Speed 3 mitspielen vor seinem Tod. Gott. Oh. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, nach Speed 2 war dann Schluss. Boah, Speed 2 müsste man auch mal gucken. Ja. Ein bin Fest, ich dabei. Fest der Scheißigkeit. Mann. Ach Gott. Wir sind da übrigens auch Schnittfehler. Brillanter Schnittfehler war da vorhin. Ich wollte es eigentlich live kommentieren, aber ich habe es verpasst. Mann, lasse. Ja, sorry. Du hast einen Job. Entschuldigung, ich war so abgelenkt von den Frisuren. Ja, von Dennis Hoppers kann man auch nur abgelenkt sein. Das ist ja... Ich glaube, ihre Angst vor ihm ist nicht gespielt. Ich glaube, Dennis Hopper war halt auch so einer, dass er am Set ausgerastet, wenn ihm was nicht passte. Ah! Da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich der beste Effekt im Film. Neben Yoshi. Ja, stimmt. Yoshi hat gar nicht mal diese Zunge. Stimmt, Yoshi hat eine Löffelzunge eigentlich. Aber Yoshi sieht eben auch völlig anders aus und hat eine riesen Nase vor allem. Genau. Und wenn einer von euch Yoshi's Island gezockt hat, ohne Yoshi, gäbe es eigentlich Mario. Nee. Dieses Grinsen. Die wirkt noch stumpfer als vorher. Ey. Warum nennt er ihn? Wo sind die da eigentlich jetzt? Ich kann warum nennt er ihn Throwback? Boah, die haben die ja schnell gefunden. Ja klar, wir sehen jetzt klüger. Dafür, dass sie so unfähig sind? Das ist halt auch ein... Was ist das? Was ist denn das? Das Einkaufswagen? Ja, das ich dachte, kann wären, echt das ich dachte, Set die von Star Wars sein. Hut. Ich dachte, die wären klüger gemacht worden. Warum? Ey, das sieht aus wie ein verunglückter Mad Max-Entwurf irgendwie. Das war wohl mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, fiel mir auch gerade ein. Warum läuft was zur Hölle? Und überall diese kleinen creepy Saurier. Ja, so wie im zweiten Jurassic Park. Ja, aber halt das Lustige ist, diese kleinen. Diese Winz-Dinosaurier kamen ja erst im zweiten Jurassic Park. Du mieser Penner, Alter. Ja, aber in dem Buch, da waren diese Compsognathus auch im ersten drin. Ja, das ist oh doch, ja, ist stimmt, doch kein im Buch Kinderfilm. Das ist doch kein Kinderfilm, ohne Scheiß jetzt mal. Ein einziger Splitter. Natürlich. Ach, deshalb. Ich kapiere das nicht genau. Man muss sagen, die sind so drüber, dass es schon irgendwie geil ist. Ja, die beiden haben eine gute Chemie miteinander. Funktioniert gut als deswegen sage ich ja, da hat die Brandtsche Synchro von Danneberg so gut drauf gepasst. Aber wen hat er denn beiden, noch gesprochen nochmal? Einer von beiden sieht irgendwie aus wie ein Pornostar. Ja. Was spricht Thomas Danneberg sonst noch? Terence Hill? Ja. Oh ja, richtig! Oh, ja. Aber der ist jetzt aus dem Geschäft, der schafft das ja gesundheitlich nicht mehr. Die Sache, der war doch aus der Bum Bum. Der hat doch. Oh, übrigens. Und der Saurier hatte so ein Shit 69,99 in der Schnauze. Ja, ja. Das mit dem. Merchandise! Das mit dem zerstörten. Diese Fahrt. Zerstörten World Trade Center hier. Alter. Das guckt sich heute. Oh, übrigens hier auch wundervoll. Die streichelt ihn hier gleich und dann gibt es einen Schnitt und dann Stunden später fangen wir da an, wo diese Szene hier aufhört. Halt, die Szene wurde offensichtlich gesplittet, obwohl sie das gar nicht hätte sein sollen. Siehst du, keine lange Zunge. Nee. Vielleicht kann er sie auch ausfahren.
Ja, die Artikulation und so, genau, hier, jetzt schneiden sie. Und Stunden später kehren wir zu derselben Szene zurück. Und das ist offensichtlich, das ist dieselbe Szene. Warum ist da die Freiheitsstatue im Hintergrund? Na, weil es so vergeigtes New York ist. Ich meine, da hast du auch das World Trade Center. mit Pömpe und Schraubenschlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die beiden Nails machen. Da oben? Diese Freiheitsstatue kannst du noch als das lungende Planet der Affen-Hommage ansehen. Also Sven, oh Respekt an dich, dass du dir den Film zweimal in 24 Stunden gibst. Ist bitter, ne? Ich Gems, muss heute Abend auch ein Ziel tun, um meine Gehirnzellen zu vernichten, die das aufgenommen haben. Das ist ein Fetischfilm. Unbestreitbar. Was war das jetzt gerade? Das war der tödliche Pümpelangriff. Ey, der Pümpelmann hat halt gerne an diesen Leder von dem Pümpel noch geschnüffelt. Ach, da ist noch ein bisschen Kacke drin. Der Film ist halt auch, also der ist ja wirklich völlig rastlos. Der hüpft ja wirklich von einer Action-Szene eigentlich in die nächste. Beste Liebe, wenn er sich Zeit lässt, dann wäre länger. Nee, aber das ist, also nichts kann irgendwie halt mal wirken oder so. Vor allen Dingen, warum haben sie sich jetzt die bescheuerten Masken aufgezogen? Hätten sie doch die zwei komischen Freaks fahren lassen, die kennt doch eh jeder. Und gesagt, ey, wir sind die Gefangenen von denen. Oh Gott, jetzt. Nein, jetzt. Diese elendlange Club-Szene. Nein. Jetzt gehören sie dazu, weil sie scheiße angezogen sind. Die spielen doch hier gleich mit The Drug is Love. Und ich dachte, weil es der einzige andere Film, wo ich Luigi Rot. Der einzige andere Film, wo ich den Song bisher gehört habe, ist. Jetzt, Alter. Irgendwo muss er rumlaufen, die dreibusische Bardame. Oh ja, das ist es. Das ist The Drug is Love is the Drug. Und der einzige andere Film, wo ich den Song gehört habe, ist Sucker Punch. Ja, obwohl es da nur rausgeschnitten war, glaube ich, ne? Ja, ich habe halt die Blu-ray-Fassung gesehen, wo es drin ist. Und, ich habe auch den Extended Cut. Ja, der ist am. Das ist eine gute Sequenz in Sucker Punch tatsächlich auch. Ja, der hier auch. Ja. Gott. Soll das irgendwie ein Flashmob sein oder was? Und die vom Fenster geben sich richtig der Riss. Oh, hast du gesehen, hast du das Kopfgeld gesehen? 2000 Coupons. Ja, hab ich auch gesehen. Warum ist das so eine blöde Zicke? Das ist Big Mama, ey. Das ist Martin Lawrence in Wirklichkeit. Ist das Big Bertha oder Big Becky oder so? Bertha. Big Bertha. Okay, ja, genau, weil das ist halt dieser Fisch, dieser rote Fisch aus Mario, der aussieht wie ein Pokémon. Ach so, deshalb auch das Kostüm. Ja, genau, aber ich wusste halt. Dieser Kugelfisch, ja. Ich wusste halt nicht genau, wen haben die hier verwundet. Das muss irgendein. Und sie freut sich. Keiner kann dem Charme Marios widerstehen. Ja. Alles übrigens, mir ist was aufgefallen, alles in diesem Film wirkt wie der erste Take. Ja, so frei nach Ed Wood, ne? Ja. Es gab kein Take 2 bei diesem Film, keinen. Ja, deshalb haben sie den einen da auch zerschnitten. Mit. Vor allem, was? Aber der was Film hat 48 noch mal einen Millionen reinhauen. Gekostet. Ich stehe da drauf. Und das ist halt wirklich der SM-Latex-Zwangsmaskel. Und plötzlich. Die Musik aufmacht. Was zur Hölle ist. Ja. Die Jungs saufen erstmal, das ist das Einzige, was du machen kannst. Boah, ey. Richtig. Gleich kommt noch irgendwie Girls Just Wanna Have Fun oder was, ey. Spank me, Mario! Alter! Boah, Alter! Das wirkt der halt wie so etwas der geht aus. Der geht ja an die Möpse, ey. Ja. Das wirkt wirklich wie so eine Roger Rabbit als Anspielung, nur das ist hier ist halt nicht wirklich Jessica Rabbit. Ja, der Typ, der neben ihm tanzt, der könnte echt von der Gay Parade kommen, frisch oder so. So Christopher Street. Das ist kein Alter, schlechter Song übrigens. Ey, ohne Scheiß, dieser Film, der kann einen echt nachhaltig verstören, glaube ich. Und hinten dran tanzt einer aus der Blue Oyster Bar mit seinem. Da, mit Handschellen! Die Blue Oyster Bar. Stell mir gerade Kinder im Kino vor. Mama, ich fühle mich unwohl. Und links. Ketten, oh geil. An ihrem Körper. Der Links sah aus wie Egg, wie Professor Eggman oder wie auch immer. Ah ja, stimmt, oh. Sonic. Und jetzt sieht man so was. Boah, Alter, die kommt da rein wie Türsteher, ey.
Du kommst hier nicht rein. Das ist auch einfach Fiona Shaw halt mugging to no extreme. Irgendwie erinnert mich die Musik gerade an die von Prince in Batman. Oh ja. Oh Mann. Okay, wie lange geht das Ding noch? Alter, 43 Minuten. Oh Gott. Wie lange ist denn der Abschied? Der ist Baseball. Rock, wie auch immer. Tod ist alles egal. Dinosaur. Obwohl das Dinosaur. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee, wie das da so durchhängt. Das ist echt ein Fetischfilm. Sowas von. Was hat die bloß, ey? Vor allem, was hat die eigentlich mal zu tun? So, gab es diese Periode, wo Fiona Shaw in allem war. Sie war davor in mein linker Fuß, ey. Das ist... Warum hilft sie ihnen jetzt? Hallo, er hat ihr Herz berührt. Weil es so schon geprickelt hat im Bauch, ja. Will der Tanz oder was? Er hat die Stelle über ihrem Herzen berührt. Du sagst es, und die kriegen zu zweit nicht die verschollene Tür. Jetzt kommen die Schuhe. Oh nein. Boah, ich glaub, die Skistiefel. Jetzt jumpt das Ding komplett den Cooper, ey, wirklich. Oh, hört ihr, das war ein Geräusch aus dem Videospiel. Wir sind sowas von einer Adaption von dem Videospiel. Ja. Das macht es jetzt für all die enttäuschten Fans so viel besser, weil man diesen einen Videospiel-Sound hatte. Das ist genauso, das ist das Motto wie bei Uwe Boll, Island of the Dead oder wie auch immer, House of the Dead, wo sie halt Clips aus dem Videospiel in die Action-Szene schneiden ohne Grund. Der Pilz. Alter, der andere hat jetzt so eine Alligatorfresse. Ja, genau, die haben andere Kopfdesigns. Ja, aber die sahen doch vorher anders aus, die Goombas. Ja, es gibt welche mit solchem Kopf und welche mit anderem Kopf. Genau. Ein Steinschlucker. Desert Lounge. Boah, Jesus, ey. Das ist, und dann dieses Impossible. Zuhälter-Outfit. Ja, aber wirklich, ja, passt ja gerade ins Ambiente zumindest. Boah, die sehen aus wie, ich kann es gar nicht beschreiben, ey. Umpa, 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 dun, dun, dun. Da ist er, der König und sein Thron. Gott. Als Pilzgeflecht. Halt, ich glaube halt wirklich, das ist alles halt, die Macher haben auch von diesem Fungus zu sehr genascht. Ey, das hat schon was von Alien. Ja, stimmt. Das ist definitiv ganz besonders Alien 4. Ja, ja, ja. Oh, Alien 4. Der Clipper. Ja. Alien 4 ist auch noch cool. Der ist jetzt auch auf Netflix. Den könnte man mal wieder nachholen. Der ist so bescheuert. Ja, so aber das ist jetzt nicht unbedingt Trash. Naja, der nimmt sich ja auch nicht so ernst, der Film. Genau, ja, das ist Joss Whedon. Der hat ja auch nicht interessiert, der Film. Jean-Pierre Jeunet ist der vor allem. Jeunet, ja, ja, da ist ja sogar Dominique Pignon drin. So, jetzt. Was mit Riemen? Reiß dich am Riemen. Schleimbolzen. Gott, dieser Film ist so hässlich. Ja, vor allem so mega dunkel. So hässlich und dreckig. Dieser Film hat dieses. Er hat auch dieses Batman und Robin-Syndrom, wo er gleichzeitig irgendwie teuer aussieht, aber auch gleichzeitig irgendwie billig. Ja, das stimmt. Oh ja, hier vor allem und jetzt. Und so ein bisschen versifft auch. Ey, wollen wir Batman und Robin nicht auch mal in einem Audiokommentar machen? Batman und Robin? Ja. Eigentlich ja. Da hat Andi gesagt, davon gibt es so viele, aber wenn wir Bock drauf haben, könnten wir dann mal fragen. Ich fände es toll, wenn wir darüber auch einen Kommentar machen. Batman und Robin auch, ist es der Nippelanzug? Ja, geil. Ja. Ja. Mit Clooney. Und die Batcard. Oh. Und die Batcard. Und die schlechten Eiswitze von Arni. Stimmt. Das ist alles, ja, was er sagt. Die vielen homoerotischen Sprüche kommen auf einen Ritt vorbei. Übrigens, wir haben gerade das beste Setup für den besten Running Gag im ganzen Film verpasst, der nirgendwo hinführt. Cooper bestellt eine Pizza. Stimmt, ja. Aha. Was, Gewerkschaft? Aber der Witz kommt dir nochmal, da kann man Bezug drauf nehmen, noch später. Alter, ich Let's do it, Pimple Style.
Die wollen doch einfach nur die Prinzessin befreien, oder nicht? Da er immer mit seinen scheiß Schrauben. Was sie da treiben, das weiß doch keine Sau. Mir fehlen inzwischen die Worte irgendwie. Vor allem, der ist zwischendrin so abartig sinnlos. Dass ja, zwischendrin. Abartig langweilig. Also, ich frage mich halt nur wirklich, wie man von dem Spiel, wie ja schon gesagt, es kann nicht leicht sein, aus einem Spiel wie diesem irgendwie einen funktionierenden Mainstream-Plot zu schaffen. Aber wie kam man von da bis hierher? Das ist eine gute Frage. 1000 Drehbuchentwürfe und eine Menge Drogen. Ich meine, bei Uwe Boll. Oh, jetzt! Juhu! Und die müsste schon wieder so scheiße nach hinten. Dieses Quack, Quack, Quack war nachsynchronisiert. Die haben ihre Münder nicht bewegt. Das ist. Liebe Leute, die ihr zuhört, geht noch mal zurück und prüft nach. Die bewegen ihre Münder nicht bei diesem Quack, Quack, Quack. Ja, das ist mir aufgefallen. Alter. Das ist jetzt mit Abstand die eine der dümmsten Szenen, die jetzt gleich kommen. Nicht so peinlich wie die Nippelspielchen mit der dickeren Frau. Ach ja, Iggy heißt das. In der Bumba. Wie sie das sagen? Bumba. Peiniger des Proletariats. Eierschnürt. Ja, das sagen sie andauernd. Ex-Hacker, das sagen sie andauernd in dem Film. Was mich wiederum an Men in Black denken lässt. Ihr Milchsauger! Der scheiß Meteoritensplitter. Das ist eigentlich schade, ist, ne? Hopper ist wirklich ein guter Schauspieler und der hat sich für so viel Scheiß hergegeben. Das war halt zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, wo er auch immer wieder Razzie nominiert war. Ja, aber, der ist doch verstorben, oder? Ja, ja, Dennis Hopper ist der tot. Ist schon längst verstorben. Aber zum Beispiel auch Ticker, wo er mitgespielt hat. So viele sind inzwischen tot aus diesem Film. Bob Hoskins, Dennis Hopper, die Karriere von John Leguizamo. Ja, aber Bob Hoskins hatte danach noch Unleashed. Und die Maske 2. Also vergiss nicht die Maske 2. Irgendwie erinnern mich diese Goombas auch so ein bisschen an den Per Anhalter durch die Galaxis-Film. Ne? Da gab's ja! Pogonen. Stimmt! Hab die ganze Zeit. Obwohl, die waren auch practical, das muss man sagen. Ja, ja, die stimmt. Die haben was von den Muppets. Oh Mann, und es geht los. Jetzt wird's übel. Was zum Teufel? Guck mal rechts, oh geil. Schön, der Brille da. Das sieht auch aus wie Bob Hoskins echte Reaktion gerade. Was zum Fuck machst du da? Ich will hier weg. Oder die haben auch so ein bisschen was von den, wie heißen die denn nochmal aus? Die Skeksis. Ja! Stimmt! Aus der dunkle Kristall. Alter! Ey, das ist doch nicht mehr. Doch! Oder auch von Richfield aus Dinos. Was haben die für Edelstahlpantoffel? Und da ist wieder die Szene. Da ist halt der Rest der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Das ist Stunden später. Sie hat denn jetzt. Lecker! Kuhzunge. Oh ja. Ich dachte, das sollte eine Pizza sein. Nee, er hat sich ja für sich. Nein, die Pizza hat sich King Cooper bestellt. Stimmt. Ich bin aber Vegetarier. Vor allem, ich weiß, warum er dieses Mutter-Monika-Ding da vorne drin hat. Da wird man ihn erkennen zwischen all den anderen, damit wir wissen, das ist Toe, das ist der Gute. Das habe ich schon wieder vergessen, Lasse, aber danke schön. Ja, ich Mr. Exposition. Pass auf bei solchen Filmen. Alter, sie und ihre Soft-Eyes-Frisur, ey. Das ist ja. Das ist auch wieder. Das sieht aus wie kranker Porn. Ja, jetzt geht's rund. Die wirkt wie so ein verunglücktes Bond-Girl irgendwie. Oh, dieses Licht. Das sieht jetzt aus wie die Beleuchtung von Alien 4. Das sieht aus wie einem Porno. Ja. Ja. Wieso liegt da Stroh rum? Warum heißt Selina? Wo hatte sie das stecken? Jetzt, Yoshi. Im Arsch. Hat sie aus dem Arsch geholt. Los, schnapp sie dir mit der Zunge. Weg ist sie. Oh, er hat doch die Zunge. Ja, da ist die Zunge. Er hat die lange Zunge. Oh mein Gott, beste Spielverfilmung aller Zeiten. 10 von 10. Boah. In einem Spiel kann Yoshi ja sogar Kisten fressen und eckige Eier legen, ne?
Jetzt, wo ich mir den Film nochmal angucke, weil neulich war das erste Mal, ich habe vorher immer nur Clips gesehen, dann muss ich sagen, die haben doch mehr Anspielungen, als ich dachte. Und dabei kenne ich die Spiele nicht mal besonders gut. Ja, aber gut. Dann hast du schon wieder das da. Guck dir das an! Lara's Theme aus Dr. Chivago. Seid ihr völlig... Oh mein Gott. Warum Dr. Chivago? Ohne Scheiß, das hat Velocipastor-Qualität. Was zum Fuck ist das? Fehlt nur noch... Oh? Okay, tanzen! Das, Alter, das sollen, die Pilze sein, auf denen Mario rumhüpft. Oh, ist so süß. Der hat sich wirklich darum gekümmert, dass sie was zu essen kriegt. Ist wirklich süß. Dieser Film ist brillant. Ey, dass dieser Film so existiert, das ist echt nicht zu fassen. Ja, aber ehrlich gesagt, zu der Zeit, wo er rauskam, ist es nicht ganz so seltsam, weil dass die 90, diese zeigte mal. Was zum Teufel? Was war das denn hier? Hä? Spikosaurus. Spikosaurus. Ich muss ihn auch löschen, ja. Und dabei aber schnell, schnell. Ich das ist der Mundharmonika-Typ. Ich muss ihn löschen. Hallo? Die haben jetzt was von den beiden da in Fluch der Karibik, die sich immer streiten. Pintel und Raghetti? Ach du Mann, Gehilfen von Barbossa. Die beiden von der Navy. Oh, die beiden. Die beiden heißen Murtaugh und Mulroy. Die später auch Piraten werden, die meinst du. Wie heißen die? Murtaugh und Mulroy. Stimmt, genau. Und jetzt wirken sie wie so Agenten, die es die ganze Zeit infiltrieren wollten. Der Oberpilz. Und das sieht aus, als würde er jetzt eine Kackwurst abseilen. Ich kann einfach nicht. Was zum Teufel? Frucht. Du bist die Frucht seines. Ein pätiger Moment. Das ist für ein Kackraum auch noch. Das sieht nicht mal aus wie ein Set. Das sieht aus wie ein ausrangiertes. Schwimmbad. Warum reden die eigentlich, seit die evolutioniert wurden, förmlich, als wären die in einem Shakespeare-Drama? Yay, sie haben die Kostüme und guck, ihr trägt das Basecap verkehrt. Selbst Exeln schunkeln gern. Komm. Ich hasse hohe Höhen. Ja, kann ich verstehen. Ja, gibt's auch tiefe Höhen? Keine Ahnung. Sven, du sagst zu wenig, ich mach mir Sorgen um deine Psyche. Ja, ich muss das alles. Sven kippt sich gerade an hinter die Binde und erklärt seinem Sohn, was Anhorn-Sex ist. Das ist meine Tochter. Den Gag fand ich auch ganz gut, wo ich dachte, was zur Hölle, warum, was? Der Auflösung. Oh Gott. Die Auflösung. Ey, Leute, ich kurzer Fun-Fact. Barry Morrow schrieb ein Skript, doch dem Produzenten gefiel es nicht, weil es zu sehr an Rain Man erinnerte. Ja, das ist in dem Artikel, den ich euch da gepostet habe. Ich hab Pause gedrückt, scheiße. Da frage ich mich, wer von den beiden war denn, Parallel dazu läuft das Casting Danny DeVito, Tom Hanks und Arnold Schwarzenegger für die Hauptrollen. Arnie als Mario, das stelle ich mir geil vor. Eiskalt. Ich sollte Trapezkünstler werden. Ja. Wo seid ihr? Bei welcher Sekunde? Bei 29,48. Ja, da hänge ich so eine hinterher, das ist okay. Ja, komm, das. Und jetzt kommt der arme Yoshi reingedackelt. Ja. Irgendwie ist er ja doch ganz süß. Ja. Hey, ich mag ihn. Aber ich mag den Original lieber. Natürlich, der Original ist unübertroffen. Obwohl das Original. Ich mag ja auch Yoshi's Island. Ja, Yoshi's Island ist total lustig mit den Babys. Da gibt es dann Baby-Wario irgendwann. Das zieht dir die Schuhe aus, ey. Wenn das anfängt zu schreien. Ich fand auch Baby Bowser lustig. Stimmt. Was ja, Baby. Allem, war das dann wie die Muppet-Babys? Oh. Nein. Nee, also die Yoshis, da sind halt Yoshis mit verschiedenen Farben auf seiner Insel und die müssen halt die Babys retten. Und du musst die mal auf deinem Rücken tragen. Ja.
so eine Hexe schießt die Störche ab, die Mario und Luigi transportieren sollen. Genau. Dann landen sie in Yoshis Insel und die bringen dann die Babys halt weg. Genau. Okay, ja, yeah, that makes perfect sense. Und jedes Baby hat so besondere Fähigkeiten. Also zum Beispiel Baby Wario hat einen riesigen Magnet in der Hand, mit dem er sich das ganze Geld holen kann. Sehr geil. Und die Yoshis verwandeln sich da in U-Boote und Helikopter. Ja, das ist echt lustig, das Spiel. Ja. Und die Endgegner, die hatten so einen Spaß gemacht. Auch diese komischen Pollen, die dann diese Albträume, die Swabern verursacht haben. Jetzt ist Koopa angepisst. Aber richtig. Jetzt wird's auch noch mal richtig schön strange. Ja, das Finale ist auch echt mega weird. Also, auch, ne? Vor allen Dingen Pilze. Komm, Fungus. Schreib sie dir ein. It's a mushroom. Pilze gehen hört, ja. Die sehen zwar aus wie Schirmchen eher beim Eis, aber gut. Oder im Cocktail? Ja. Sag mal, sind die eigentlich einmal durch eine Röhre irgendwie gegangen? Ja, ist eine absolut akkurate Verfilmung. Vor allem dann kommt immer diese Abflussmusik, die man immer hat bei Mario. Die ist da-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 da. Oh, warte, ich glaube, jetzt gibt's Officer Pornobalken. Ich glaube, jetzt gibt's gleich ein Callback zu dem Gag. Nee, noch nicht. Oh, sein Herz ist gebrochen. Arm Kerl. Oh. Das ist wie Voldemort im ersten Harry Potter. Gib mir den Stein! Ein bisschen. Alter, Bob Hoskins im Original. Irgendwie hörst du raus, dass er angetrunken ist. Definitiv. Also ja, er und Luigi sind so besoffen. Ganz besonders in dieser Sequenz hier. Also, Gottes Willen. Ich möchte um das Geflecht ihrer Tochter anhalten. Komm, dann nimm mal die richtigen Schleimbollen runter. Na, stell dir vor, das Baby wird auch so. Kaum ähnlich. Dann geht dir die Hilfe. Boah, ey. Ich werde doch selber Fisch adoptieren. Alter, wie lange geht der Scheiß denn noch? Fast eine halbe Stunde, das kann doch nicht wahr sein. Ja, du musst ja den Abspann mit einbeziehen. Aber wir müssen während des Abspanns bleiben. Es gibt eine Post-Credit-Sequenz. Oh ja. Nein, die teasert dann eine Fortsetzung. Doch, ich hab's gesehen. Echt? Das hab ich nicht durchgehalten. Das hat eine After-Credit-Scene. Teasert die eine Fortsetzung an, oder? Nee, die Fortsetzung wird angeteasert vor dem Abspann. Wie er da rumstolziert, ey. Hoppla. Heidi-ho. Wie die völlig random da rauskommen. Die Fortsetzung wird angeteasert vor dem Abspann und nach dem Abspann gibt's dann einfach nur noch einen Gag. Genau. Oh Gott. Oh nein. Wir werden heute siegen. Er hat zwischenzeitlich nochmal Klamotten gewechselt. Sieht sie aus wie sieht sie aus? Die sieht aus wie die weibliche Variante der Kaiserwachen in Star Wars. Oh mein Gott, du hast recht. Oder wie mutiertes Rotkäppchen. Wie Rotkäppchen, das durch einen Alterungsstrahl gelaufen ist. Genau. Ja, vielleicht ist sie auch de-evolutioniert worden, keine Ahnung. Was macht sie denn? Ach so. Die SM-Cops sind wieder da. Schöne Grüße von Koopa, ey. Wie so ein Mafiosi. Ja. Die Lannisters lassen euch grüßen. Die Koopas lassen euch grüßen. Wo haben sie die Zigaretten her? Das Geile ist, irgendeine, ich glaube, das ist sie, die hält jetzt die Kippe die ganze Zeit, bis sie befreit werden. Stimmt. Ja, die rennt dann irgendwann mit der Kippe aus rum und hält sie die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich geht sie nicht kaputt. Warum hat der ein Bild von dem Dinosaurier? Dieser Film ist so random. Ein Ausmalsaurier-Buch. Die Wachen müssen ja auch beschäftigt werden. Ja, so aus wie ein Malbuch, ja. Und das ist jetzt so strunzt, wie sie reagiert. Selbst Reptilien können ein Gefühl für menschliche Werte entwickeln.
Boah, Leute, ich bin nicht breit genug für diesen Film, ich schwör's. Ah. Du darfst kein Wort sagen. Die sieht aus wie Rosario Dawson, die Linke. Ja. Hi, Mario! Vor allem Bob Hoskins war das schon nicht mehr der Jüngste, das merkt man. So, wo ist die? Wo ist die Kippentussi? Wo ist er? Wo ist er? Wieso er dann nicht sagt, ey, sag mal, Alte, was sollte der Scheiß jetzt? Nö. Schnappt euch die Matratze. Schon wieder ein Schraubenschlüssel. Wieso hat die Goomba-Mattress genommen? Das ist eine Matratze. Was ist daran Goomba? Ey, ihr wollt doch nur sein Mal nochmal draufgewäscht. Oh mein Gott. Ey, Leute, noch ein Fun-Fact. In der Postproduktion, das ist der Film mit den meisten ADR-Loops ever. Tatsächlich? Ja. Das hatte ich mir irgendwie schon gedacht. Oh, scheiße, jetzt häng ich wieder hinterher. Auf wie viel seid ihr gerade? Wieso hängst du immer hinterher? Weil ich 42, 41. Ja, ich was bin tust bisschen, du? Ich bin ein bisschen, Moment, ich skipp mal ein bisschen weiter. Wo seid ihr jetzt? 22, 31. 2, 28, 22, 26. Okay. Ja. Where's my pizza? Oh, die Pizza. Ja, das war's gerade. Where's my pizza, ja. Da war wieder Kopf. Oh Gott. Ja. Da wo seid ihr jetzt? Röhre. Wo seid ihr jetzt? 22, 8, 22, 7. Da schon. 22, 8. Okay, ja. Dann bin ich jetzt. Ach, sie sind jetzt schon in der Röhre. Ja. Genau. Oh Gott, wieso ist die Röhre nicht dabei, grün? Ey. Und die Gumbas. Anstatt dass sie jetzt zu dem Flammenwerfer abfackeln, fahren sie sinnlos hinterher. Irgendwie hat einer noch die Theorie, dass aus der Szene die Idee Mario bei den Olympischen Spielen entstanden ist. Ist da Luigi auch dabei? Wo ist Luigi? Nee, Luigi ist doch bei Peach. Ach so, wenn hier Luigi dabei gewesen wäre, dann wäre das mein Gott, quasi Lasse, pass doch mal auf. Mensch. Dann wäre das aber eine Vorankündigung gewesen von Ice Age, weil da ist auch John Leguizamo und da haben sie auch so eine Schneerutschen-Sequenz. Was war das denn jetzt? Ey, vor allem, wie lahm die sind und dann auf dieser Matratze. Und schon wieder der Schraubenschlüssel. Achten. Eigentlich müsste man die jetzt mal einen kurzen trinken, wenn er was mit einem Schraubenschlüssel macht. Warum sah das gerade aus wie eine Lego-Platte? Ja! Aufreißen. Aber sie geht nicht auf. Boah, ey, der eine benutzt den anderen als Surfbrett, ey. Ach du Scheiße. Boah. Ey, die Musik klingt, als hätte man Daft Punk vergewaltigt, ey. Boah. Das sind so armselige Versuche von Running Gags. Oh, Blade Runner. Stimmt, die Scheibe ist voll. Durch die Scheibe, das ist voll Blade Runner. Dieser Film ist genial. Ach, der Film ist okay. Bitte ist hier nicht. Was zum Fuck? Was soll dieser dumme Running Gag? Es hat überhaupt keinen Payoff. Die Gumba ist schon krank. Da ist die Rakete. Jetzt die Schuhe. Und er hat so eine Corona-Schutzmaske an. Und einer von den Goombas hat irgendwas aufgehabt, ne? Boah. Gott. Ich kann dazu nichts mehr. Du bist einfach. Du kommst halt gar nicht hinterher mit deiner Fassung. Vertraue dem Pilz. Ja, jetzt ist es voll so Avengers-mäßig. Eins verstehe ich nicht. Warum hat der eine Shotgun, aus der Feuer kommt? Das haben die Feuer.
Das ist so uneffektiv, diese Waffe. Damit tust du dir mehr weh als jemandem, der 3 Meter entfernt steht. Boah, man muss sagen, der war, glaube ich, also man muss sagen, die Kulissen sehen echt teuer aus. Ja. Ähnlich wie bei Batman und Robin, da hast du schon recht, das wirkt teuer und gleichzeitig billig. Das war das Budget von dem. Dass sie das jetzt nicht mit dem Mund auffängt. Als ich vorhin geguckt habe, ich glaube, es waren 8. Und jetzt ist dieser Cruella de Vil-Moment. Millionen. Boah! Oh, jetzt hat sie immer eine neue Frisur, ne? Gleich. Ja. Jetzt sieht sie aus wie die Braut von Frankenstein. Ja. Oh Gott, ey. Das ist jetzt so billig, wie er diesen Stein improvisiert. Oh, er ist klug, halt. Mario ist schlau, das wollen die hier etablieren. Affenimitat. Alter, die lebt noch? Oh, Action Hero Line. Ey, da. Und die immer noch am Kippen rauchen. Da ist sie da. Da merkst du, die haben das einfach alles in einem Take gedreht. Ja. Oft werden die Szenen mit einem Dreh umgekrempelt. Das Skript war schon 5 oder 6 Mal umgeschrieben. Wie schlecht ist das gefilmt? Warum ist da ein Skelett vorne dran? Es hat ein Taxi. Das sieht aus wie bei Mad Max. Ja, natürlich. Aber in Scheiße. Ja, jetzt ist es wirklich Batman. Es ist Mad Max, Mann. Und der Regisseur wurde für den Film aus dem Schneideraum ausgesperrt. Die Regisseure, meinst du? Ja, ja. Ja, aber es ist jetzt die Frage, weil dieser Roland Joffe, der steht im Vorspann als Produzent. Genau, aber halt, der hat ja nicht den Film mitinszeniert, oder? Ich meine aber doch schon. Nee, er hat dann seinen Namen streichen lassen. Leute, wo seid ihr? Bei welcher Minute? Warum fragst du immer? 16, 50, 16, 52. 49. The Sensitive, ja. Yeah. Warum hängst du denn immer hierher? Weil ich hier dran komme. Die Babybombe. Die Babybombe. Ja. Babybombe. Bitte was? Ah, boah, die ist echt wie süß. Wie ihr zum Billing Western. Die ist echt süß. Babybombe. Oh Gott, jetzt kommt sein Kommentar. Oh nein. Ey, die sieht echt genau aus wie im Spiel, das muss man sagen. Natürlich. Die Rakete sah auch aus wie im Spiel. Wahrscheinlich haben sie da Merchstars von Mario genommen und haben da einfach einen Motor dran gebastelt. War das die Hand, die er sich gebrochen hat? Oder wieso wackelt er damit so? Keine Ahnung. Hochlagern, Hoskins, hochlagern. Das ist, die Bombe ist, glaube ich, am nächsten dran von dem, was im Spiel ist. Ja, würde ich auch sagen. Aber das ist ja auch nicht sonderlich kompliziert, das Design. Alter, Fiona Shaw, ey. Ja, stimmt, die hat die Zigarette drauf. Ja, die rennt dann mit der Kippe aus der Dimension. Die ist doch vorne, also die. Oh, warte, pass auf. Oh. Ah! Junior. Ey, Fiona Shaw hat so ein der letzte Kreuzzug Gedächtnistod so ein bisschen, ne? She leaves an impression. Gott. Nur ich kann der Kraft. Boah, diese Blitze, die sind aus der Hölle. That's what so richtig, she said. Dass da gar nichts passiert im Raum, dass die Blitze gar nicht da sind. Die hat keinen BH an. Stimmt, ist mir auch. Ja, stimmt. Ist das ein Neil Breen-Film? Oh mein Gott. So ein bisschen. Ja, oh, Neil Breen wäre auch klasse. It's melting. Oh mein Gott, Thanos hat mit den Fingern geschnipst. Du verlogener Primatenpenner. Ja, stimmt, das ist Thanos. Oh mein Gott, Leute lösen sich auf und ein Alan Silvestri Score. Dieser Film ist prophetisch. Oh, wenigstens Gott. Einer freut sich. Aber Samuel Jackson wird hier nicht beim Fakt zensiert. Der Plombendriller. Ist eine Plombe nicht das vom Zahn?
Guck dir mal das an. Was ist oh, das? Oh nein. Ah! Alter, Leute. Auf. Das World Trade Center löst sich auf, ey. Der Film, der ist echt prophetisch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, an das Finale kann ich mich noch erinnern. Warum? Also ich meine, ich dachte, dass nur Cooper darüber kommt, aber warum tauchen auf einmal die Coopers? Hey, übrigens, oh, und übrigens, Sachen verschmelzen sich und sehen plötzlich aus wie Sachen aus anderen Dimensionen. Das ist wie in Spider-Verse. Und soll das jetzt Donkey Kong für Affen sein? Das ist Michael Jacksons Affen. Jetzt ist das Beste. Das ist der beste, das beste Zitat. Ja, das ist Bubbles. Das ist Bubbles. The Monkey. Monkey. Vor allem übrigens, Sachen lösen sich auf in New York und verschmelzen miteinander und sehen plötzlich aus wie eine andere Dimension. Das ist Spider-Verse. Oh, stimmt. Ah. Vertrau dem Pilz. Blammer. Oh, nee. Kann er den jetzt auffressen und wird dann größer dadurch? Nee, der Pilz wird größer. Sag ich doch, er wird. Nein. Hä? Hä? Hä, warum lösen die sich jetzt. Und warum wurde Cooper jetzt kleiner? Hä, das ergibt doch keinen Sinn. Alter, was zur Hölle ist immer noch die Bombe! Und das Witzige ist, die Bombe läuft durch das ganze Areal. Aber wo taucht sie am Schluss wieder auf? Achtung, Minibomb! Der sieht aus wie Zed von Police Academy. Ey, sag mal, wie. Diese Lunte ist doch total cool. Ach, der Mundharmonika. Er hat eine Mundharmonika, er ist unser Freund. Der ist so. Der ist immer noch cool. Ey, die Bombe ist der heimliche Star. Jetzt hat's eher was von der Krabbelmine in Zelda. Shoot him! Oh Gott. Alter, dass dieser Film existiert, das kann einfach nicht wahr sein. Was zum Fuck? Jetzt ist die wieder. Mann, Luigi, zieh seine Mütze richtig an. Das war nicht geplant. Dennis Hopper hat einfach aus Wut nach dem Goomba geschlagen und sie haben es mitgefilmt. Okay. Nein, das denke ich mir nur aus. Aber ihr habt mir geglaubt, oder? Warum hing da gerade Schweinchen? Schweinchen Dick Donuts? Ja. Symbolismus. Geise. Alter, diese Lunte wird überhaupt nicht kürzer. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Menschen-Echsen-Theorie durch diesen Film hier entstanden ist wieder? Oh Gott, don't even get started. Reebok, hast du die Mario Brothers gesehen? Alter, der Film. Reebok? Der Film ist voller Werbung. Was ist ein Reebok? Also, der Shop hat Reebok-Schuhe an. Das ist eine Schuhfirma. Der Film ist voller Product Placement. Ja, was ist ein Reebok? Ich habe das noch nie. Das war eine bekannte Schuhmarke. Oh. Gibt's jetzt kommt ein Jumpscare, oder? Ja, genau. Hat Xavier Naidoo diesen Film zu oft gesehen? Würde mich gar nicht wundern, aber Aluhüte. Das ist jetzt am nächsten dran an Bowser. See you later, Alligator. Ja, aber das soll nicht Bowser sein. Gott, das sieht grauenvoll aus. Boah, das. Die knarren aber auch. Das sieht so abartig aus. Da ging wirklich das Geld aus. Das muss damals schon scheiße ausgesehen haben. Und heute. Ja. Wow, machen sie jetzt eine auf die Apples oder was? Das sieht aus wie aus die Apples. Oder die Maske. Nee, Flubber. Ach, jetzt wissen Flubber. Wir auch, wo der Schleim herkam vorhin. Jetzt haben sie einfach random gewonnen. Oh, das ist jetzt einer der wenigen Momente, wo Bob Hoskins wirklich mal glücklich aussieht, wenn er jetzt an Luigi da so hochspringt. Wenn er mit ihm zusammen hochspringt und winkt, da sieht Bob Hoskins zum einer der wenigen Male, wo er mal glücklich aussieht im Film. Jetzt gleich. Oh nein. Ja, jetzt noch so ein Game Sound. Da! Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, den gucke ich jetzt einmal die Woche.
cool. Das wird Spaß. Unsere nächste Besprechung wird dann, also Audiokommentar Batman und Robin, würde ich sagen. Die übermalen schon Kumpas-Fresse. Das ging aber schnell. Und die schunkeln immer noch, ey. Die Kumpas feiern erst eine Party. Oh nein, der Vater. Oh, das ist doch auch irgendwer. Mich erinnert er an diesen König aus Baseballs. Ich dachte erst, das wäre Max von Sydow. Ja, das ist ey, Moment mal, irgendwo erkennt man den noch. Das ist Lance Hendrickson. Das ist, ja. What the fuck? Ist das, ist das eine bewusste Hendrickson. Alien-Referenz? Ja. Mann, Alter, wie abgefuckt ist dieser Film? Ey, Leute, aber hey, hier auch wieder, kurz vor Ende ein Cameo von irgendeinem Berühmten, genauso wie auch in Marvel-Filmen und so, ja. Ja. Und in den Aftercredits, in der Aftercredits-Scene ist ja auch ein Cameo. Oh, Spoiler. Oh nein. Jetzt gibt's noch die völlig unterrepräsentierte Romanze. Mich erinnert das so an Braindead. Ach, wir haben eine Romanze entwickelt. Das hat den ganzen Film überhaupt keine Rolle gespielt, oder? Mm-mm. Überhaupt nicht. Naja, das wurde halt ganz lange vergessen, halt von wegen Luigi, ja, oder will halt, weil sie verliebt ist wahrscheinlich, sie retten, aber es ist halt nicht wirklich groß. Irgendwie sieht sie aus wie Emma Stone. Oh ja, aus dem Winkel ein bisschen. Ja. Bisschen. Bob Hoskins tut mir echt so leid in dem Film. Ja. Der ist echt so ein, der war echt cool. Ich mochte den schon immer gerne. Hoskins war eine coole Sache. Ist jetzt auch schon knapp 10 Jahre wieder tot. Ja, ich glaube, eine seiner letzten Rollen war, glaube ich, hier in dem Christmas Carol Animationsfilm, ne, von Sam Mackey. Ich glaube direkt danach noch kam eine seiner letzten, war dann ja auch Snow White and the Huntsman. Stimmt. Ach, der. Das war, glaube ich, auch fast zeitgleich oder so. Auf jeden Fall irgendwo da um den. Oh, Yoshi. Tschüss. Sein drei Fingerchen. Boah, wann ist das endlich zu Ende, das Scheißding? Ich schwör's, ey. Ja, der Epilog ist ziemlich Alter. Schnell. Die Musik gibt sich so viel Mühe. Drama. Komm schon, Luigi, auf geht's. Und da noch die Leiche da. Und jetzt vernichtet sie die Infinity-Steine. Hallo, ich bin auch noch hier. Der kommt angewatschelt wie so ein Imperator. Our miraculous world. Oh, ich fürchte jetzt auch Spaghetti. Oh ja, bitte. Oh Mann. Ja. Ja, Luigi. The Mario Brothers. Jetzt hat er die Mütze richtig rum. Im Fernsehen diese Goombas. Ja, das ist die Charakterentwicklung, Patrick. Also wirklich. Wow. Quack, 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 quack. They said it. They said the title of the movie. Jetzt kommt Wario. Nee, schade. Nee. In dem Film. Nee. In dem Film glauben wir alles inzwischen. Oh mein Gott, Sequel! Yeah! Alter! Ah, boah, oh, Gott sei Dank! Oh, almost unreal! Ja, der Titel ist fast perfekt. Das Ende ist einfach so schnell und random, einfach so, oh, let's get the fuck out of here. Hier steht ja in dem Artikel noch, dass es ein Internet-Option gibt. Da ist er. Ach, Mann, ey. Have a Panda-Guest. Boah, Leute, ich sag's ganz ehrlich, das waren jetzt nur 100 Minuten, aber ich bin echt fertig. Ja. Boah, das ist ungelogen. Ich sag sowas nicht oft, weil dann kann sowas richtig schnell alt werden. Das hier ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ja. Das sagst du dauernd. Da falsch buchstabiert. Dann Castellaneta. John Gillespie. Ja, auch schon mal gehört. Fred Caruso. Cool, das war's. Luis Desposito? Macht der nicht auch mit bei dem Marvel-Film? Ja, der kommt mir bekannt vor. Ist das nicht ein Executive Producer bei den MCU-Filmen? Robert Rotbart. Der Name klingt ja für mich erfunden.
Da gibt keiner freiwillig seinen Namen. Und hofft einer von euch auf den Director's Cut? Release the Jeffy Cut. Peter Afterman, der arbeitet release, immer noch bei Universal. Release the Jofi Cut bei dem Film. Jofi meine ich ja. Dean Semler, das ist auch ein bekannter Kameramann eigentlich. Oh ja. Der hat, der hat viel mit Adam Sandler und Dennis Dugan gemacht, aber ist der nicht irgendwie auch ein Kameramann von Mel Gibson? Oh Gott. Ja. Special Effect. Patrick Kalampoulos. Um Gottes Willen. Patrick Tatupoulos stand da gerade eben. Ja, den kenne ich auch. Der ist ja ganz bekannt, der hat ja hier, weiß ich nicht, hier Snyder, hier Batman wie Superman und hier Underworld, Rise of the Lycans hat der Regie geführt, glaube ich. Ja, stimmt, Der ist ein Produktionsdesigner heute, ein bekannter. Genau. Ja. Release the Snyder Cut. Alter, ich hau dir gleich rein. Videoplaybacks, Telemedia. Furchtbar. Vorhin hatten wir auch den Namen Peter Afterman beim Music Supervisor, der arbeitet heute noch bei Universal. Peter Afterman, geil. P. Goldsmith. Ich hatte auch gerade den Namen Van Dijk gelesen, also so häufig gibt es den Namen nicht, glaube ich, ne? Ja, aber das war nicht Dick Van Dijk. Nee, aber da stand etwas von Richard Van Dijk. Oh. I see what you did there. Aha, Orchestrations William Ross. Lassen. Ja klar, der arbeitet ganz oft mit Alan Silvestri. Boah, William Ross, what the fuck, ey? Ey, das, ohne Scheiß, das ist jetzt echt so ein Schlag in die Fresse, wie im Abspann vom Emoji-Movie, wo dann stand Music by Patrick Doyle. Ja. Oh, nee. Boah. Ja, nee, William Ross, der ist, für diejenigen, die es nicht wissen, William Ross arbeitet als Orchestrator sehr oft mit Alan Silvestri und John Williams zusammen. Leute, ey. Nach 17 Uhr schon. Und bist schon bedient, ne? Für die ganze Woche. Er verfolgt dich. Man muss sagen, das Ding ist ein Erlebnis, ne? Das ist eins, das kann man nur ertragen mit Freunden zusammen. Und mit Alkohol. Oh Gott, jetzt kommt da noch ein Song. Und das klingt wie ein Song aus dem zweiten Ice Age. Creatures, Yoshi Tatopoulos. Goombas, designed by Patrick Tatopoulos. Yoshi. Da ist, wie gesagt, das ist schon wieder so ein Ice Age-Vorbote hier, dieser Song. Stomba Boots, Fossils and Egg. Walk the Dinosaur, performed by the Goombas. Featuring George Clinton, oh Gott. Der arme Kerl hat auch nicht gewusst, oh Gott, Brian May. Somewhere My Love. Oh Gott, original Soundtrack. Oh geil. New York. Ja, das New York Daily News dazu. By Special Things. Reebok, ich hab's doch gesagt, ja. Skywalker Sounds. Anybody Dinosaur. X. Ist Trademark auf Nintendo. Oh ja, sicher. Und die beiden Namen dürften auch die auf jetzt, in den Aftercredits Scenes sein. Oh, gleich kommt's, oh Leute. Ich muss sagen, das war der beste Gag des Films. Oh ja. Gott. Oh Gott, der geht aber von vorne los. Gott, mach aus. Nein, das ist das Logo. Oh Gott, ey, ich hatte so Angst jetzt gerade bei dieser Sphinx, ey, wirklich. Boah, Leute, wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? 2 Stunden oder was? Knapp, ich weiß nicht. 1,48, also 4 Minuten länger als der Film. Ja. Ja, wir hatten ja ein bisschen Vorgeplänkel. Ja, Leute, ziehen wir ein Fazit. Ja, bitte. Genau. Wer fängt an? Wir sind irgendwie alle echt abgekämpft, habe ich das gehört. Okay, ich fange an, damit ihr euch sammeln könnt. Für mich eine der größten What the fuck schlimmsten 90er-Filme aller Zeiten. Das ist alle Uncoolness der 90er versammelt in einem Film mit einigen Leuten, die es viel, viel besser verdient hätten. Und ich bin fasziniert davon, dass dieser Film existiert, aber gleichzeitig ist es halt einer, der sich absolut nicht lohnt, ihn einfach mal so anzugucken, wenn überhaupt, dann mit ein bisschen in Feierlaune und mit ein paar Freunden. Ja.
Was gibst du? Vergeben, weiß ich, eins von fünf, eins bis fünf Pilzgeflechte. Eins von fünf Pilze. Ich vergebe dem einen ein Pilzgeflecht. Ja. Ja, würde ich mich sogar anschließen, weil, also was halt lustig ist, du spürst halt, dass dahinter irgendwie mal Ambitionen waren. Also ich glaube nicht, dass die einen Scheißfilm machen wollten. Das will ja eigentlich so gut wie niemand. Es ist am Ende einer rausgekommen, aber also man kann schon verstehen, warum Nintendo seitdem hart gehemmt ist. Also man kann ja gespannt sein, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, eins von beiden, soll ja irgendwie ein neuer Versuch kommen als Animationsfilm von Illumination. Ja, davor habe ich Angst. Ja. Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Super Mario. Ich finde das Konzept ziemlich behindert, obwohl ich halt nicht unbedingt halt Jump'n'Run. Ich finde halt einfach, woher diese Idee kommt, dass es Klempner, italienische Klempner sind und die da und diese unzusammenhängende Story und so weiter, aber halt von wegen, ich mag es trotzdem einige dieser Spieleableger. Ich finde ja, die Spiele selber machen Spaß. Ich finde nur diesen Charakter, diese Charakter-Choices so komisch. Ach, du hättest aus Super Mario, hättest du einfach, also wie haben die es im anderen Podcast gesagt, den ich auch sehr empfehlen kann hier von Wasting Away, wenn man den auch online kriegt, so richtig, man hätte keinen, man hätte einen guten Film rausmachen können, aber keinen guten Super Mario-Film, weil ein Super Mario-Film ist einfach eine Scheißidee. Ja. Weil Super Mario Spiele sind eben halt, ja, weiß ich nicht, Mechanik und Design. Weil es geht ja bei Super Mario Spielen geht es ja eigentlich nur darum, dass du irgendwie, oh mein Gott, was haben die sich jetzt schon wieder für abgedrehte Level Maps ausgedacht und so, ne? Das kannst du ja dann bei Super Mario Maker und sowas wirklich ausleben. Aber ich meine, zugegeben, dieser Film hier im Vergleich zu solchen Videospielverfilmungen von Uwe Boll, dieser hier ist nicht so dermaßen inkompetent und unerträglich. Da liegen Welten dazwischen. Bei Uwe Boll bräuchtest du noch den Audiokommentar, um da einen guten Abend zu haben. Ja, stattdessen braucht man hier nur unseren Audiokommentar, der ist auch ein bisschen kostengünstiger und kostet auch kein Geld. Ja, und wir sind nicht unausstehliche Egomanen, die alles und jeden beleidigen. Genau. Ja, ich vergebe auch eins von fünf Pilzgeflechten. Wie sieht's mit den beiden anderen aus? Ja, schieß los. Ja, Sven? Ja, also ich habe den Film innerhalb von 24 Stunden zwei. ich war beim ersten Mal schon verstört. Aber jetzt hat's mir wirklich einen Rest gegeben. Da ist kein Sinn, gar nichts dahinter. Es hat mit dem Spiel null was zu tun. Er macht Spaß, aber ich glaube nur, wenn man entweder hackedicht ist oder andere Substanzen konsumiert hat, wovon ich jedem natürlich abraten möchte. Oder beides gleichzeitig, ja. Wovon wir auch abraten wollen. Obwohl, ich muss zugeben, ich habe jetzt Bock, die Spiele zu spielen. Ja, also Also eigentlich Mission Accomplished, ne? Ja, aber auch nur, ich glaube, da fahre ich bei Mario Kart absichtlich irgendeinen Abhang runter, einfach um das Spiel noch mal zu zeigen. Stell dir mal vor, du fährst in Mario Kart einen Abhang runter und entdeckst dann so ein geheimes Level, was einem Setpiece aus dem Film nachempfunden ist. Oh. Ach, ich glaube, da würde ich die Konsole in die Luft jagen. Nee, ach Gott. Ich würde das Spiel verbrennen. Also ich gebe ein Geflecht und werde mir das nie wieder angucken. Nie wieder. Das sagen wir alle immer. Ja. Oh Mann. Patrick. Ja, ich weiß nicht, wieso ich den Film als Kind mochte. Als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, er hat mich irgendwie nachhaltig verstört. Er ist nicht so schlecht wie einige Uwe Boll-Filme. Und er hat wirklich ein paar schöne und nette Ideen. Und ja, die waren halt alle scheiße. Sie hatten Ideen, auch im anderen Podcast haben sie so gesagt, die hatten zwar schon Ideen, aber die waren halt alle scheiße. Ja, aber die Ideen waren zumindest ambitioniert. Du merkst da, dass da bis auf die Darsteller Leute waren, die Bock hatten. Ja. Und, bis auf die Darsteller, ja. Obwohl ich nicht sagen würde, dass sie lustlos spielen. Die spielen halt einfach völlig entgeistert. Ja, gerade die beiden Cousins, die haben da richtig Spaß. Die Cooper Brothers oder wie. Ja, aber die beste Wirkung wird's eben mit Kumpels und mit Alkohol entfalten. Da kann man durchaus seinen Spaß haben. Ansonsten ist es tatsächlich eine Eins von fünf Pilzgeflechten oder Babybomben.
Oh ja, Babybomben ist auch super. Ja. Bomb-Oms. Bomb-Oms. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier dicht, was noch dicht zu machen ist, oder? Weil absolut. Ich bin echt fertig, ey. Ich bin echt fertig nach diesem Ding. Und ich habe noch eine andere Aufnahme in ein paar Stunden. Patrick, wir verschieben unsere bitte auf 20 Uhr, ey. Unbedingt. Ich brauche jetzt erstmal Recovery, ey. Das ist, Alter. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir sind jetzt genau bei 1,55, würde ich sagen, fast, ne? Fast Stunden. Hat aber echt Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Ich hoffe. Ich würde sagen, das nächste Mal für die vielen Versuche Batman und Robin. Ja, unbedingt. Obwohl das schon sehr, sehr viele gemacht haben, aber sei es. Das ist egal, wir kriegen das trotzdem wieder was Schönes mit. Wenn ihr da draußen Super Mario Bros. Sehen wollt, auf eigene Gefahr, er ist bei Netflix online, warum auch immer. Und er ist auf Platz 10 angeblich, warum auch immer. Genau, also guckt ihn mit unserem Audiokommentar, dann wird er erträglicher. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns alle mit It's me, Mario. No. Wrong way. Here we go. Here we leave. Goodbye, fuckers. Was ist denn mit der Pizza? Ich schmeiß gleich einen Schraubenschlüssel nach dir. Mit der italienischen Klempner, dann müsst ihr die Pilze auf die Pizza. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.